Zurück zu Railroads Online an diesem Dienstagabend. Heute wieder einmal zu Besuch bei unserer lieben Waldameise. So, nach dem ganzen Hin und Her von vornherein ziehen wir das jetzt einfach durch. Das unheimlich kreative Passwort von der lieben Waldameise kommt da rein. Das kennst du doch. Ruhe bewahren, das sagt ihr so einfach, als ob ihr ein Feuer oder eine Bombendrohung ist. Ach, herrlich. Naja, gar nicht schlecht. So, ich bin am Joinen. Während das Ding joint, hole ich mir mal ganz kurz etwas zu trinken. Und dann bin ich sofort für euch da. Im Endeffekt, wie gesagt, ihr könnt jetzt gucken, wie sich langsam aber sicher da die Welt von Waldi aufbaut. Ist ja auch mal ganz interessant. Dauert vermutlich ein paar Sekunden. Bis dahin bin ich wieder da. So, bis gleich. Man merkt aber auch, glaube ich, das Schütze joint. Oder ich merke das nur nicht. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Gut, wenn ich meine Waggons nicht anschaue, dann ist das Problem. Okay, mein Lok macht das auch. Gut. Vergiss ich. Das ist halt die Frage, wo meine. Wo mein Rest dazu ist. Ich habe nur noch vier Waggons. Ja, dann rückwärts zurück, würde ich sagen. Bin gerade dabei. Also ich bin jetzt. Ich bin jetzt tatsächlich reisefertig. Oder liegt es jetzt daran, dass deine Waggons da hinten rumfahren zwischen den Bäumen? Das ist gerade ein bisschen laggiger geworden. Ich weiß nicht, wie weit die gerade da nach hinten fahren. Aber da hinten war es ja nicht laggy, weil sie jetzt schon wieder dort sind. Ich habe jetzt ja alles von Anfang an. Ich fahre mal los, ich werde es ja merken. Nur verliebst du mir ein Stück mit nach oben. Na, ich fahre ja zur Eisenerzmine. Achso, ja. Stimmt. Ich hab ja für die Eisenerzmine geladen. Jetzt verabschiedet sich Nintendo schon wieder. Ja, das hatten wir das letzte Mal auch, weil wir gedacht haben, es ist zu laggy. Ja, es ist jetzt, glaube ich, wegen den Lags. Weil es war jetzt eine Gerade, wo das passiert ist. Aber warum leckt das denn schon wieder? Na, warte mal, bis Schütze gespawnt ist und schauen dann, wie es weitergeht. Aber wir schieben es einfach auf Schütze. Schütze, sein Spiel ist dafür daran schuld. Warum ist auch sein, weil sein Safecam abgeschmiert ist. Ja, kaum ist er da, Leckalarm tatsächlich, aber ich würde es halt nicht auf Schütze schieben, es ist halt. Entweder ist es jetzt wirklich, falls vier Leute sind, dass er das nicht mehr packt. Weil Schütze aus der Schweiz zugreift, keine Ahnung. Na, ich bin auch aus der Schweiz. Ich glaube, du auch aus der Schweiz. Zurück. Nee, geht mit den Menschen. Komm, ich lade dich einfach ein. Kannst du ein bisschen Unruhe stiften? Freut der Waldi sich. Ach, guck mal, hervorragend. Ich wollte gerade fragen, wie es beim Multistream aussieht, und da ist er auch schon. Ah. Hey, bei den beiden kann ich das. Bild zu 50% bewegt. Aber bei einem Stream verstehe ich keinen Spaß. Danke für den Multitv, jawoll. Ach, herrlich. Ich schmeiß mal gerade einen Discord-Link zur Frau rüber, ne? Kann die hier ein bisschen Unruhe stiften. Wir sind gerade am Überlegen, liegt's jetzt an dir oder liegt's am Joinen, dass wir wieder Alex haben? Weil, komisch, aber jedes Mal, wenn du versuchst reinzukommen, fängt es an zu lecken wie verrückt. Also, vielleicht liegt's jetzt wirklich gerade am Laden, das weiß ich aber nicht. Ja, jetzt geht's tatsächlich bei mir auch wieder. Ich habe mich gerade bewegt, vielleicht war das schon zu viel für dich. Jetzt geht ja aber alles. Also jetzt ist es bei mir wieder flüssig. Bei mir nicht. Oh, jetzt. Jetzt bin ich wieder da und bam, jetzt bin ich auch wieder an der Eisenerzmine. Also kann sich nur noch eine halbe Stunde handeln, dann läuft's hier wieder. Leckt's wieder bei dir? Aha. Ich hab hier auch das wieder Lecks. Lass ihn erstmal fertig joinen. Was? G. Rollsteiner feinperlich.
sanft sprudelnd. Entschuldigung. Es ist verdammt dezenter. Sanft sprudelnd und reich an Mineralien. Hört sich nicht nach Bier an. Nee, ist es auch nicht. Ja, was trinkst du das dann? Ja, ich bin nicht so der Biertrinker. Außerdem ist der Dienstag mein Montag. Wenn ich jetzt anfange, Bier zu trinken, dann höre ich nicht mehr auf. Geht ja gut. Triffst du nicht? Das heißt, treffe ich nicht. Der schmeißt dir gar nichts rein. Nimm du mal Gleis neu auf. Hatte ich eben auch mit der Nina. Wie schaut's mit dem Lex bei dir aus, Amazon? Was? Lex? Geht gerade, aber ich bin auch ziemlich langsam gerade im Bergpass. Nix neu aufgleisen, mein Bester. Ach, hast du jetzt getroffen? Ne, ich hab mich einfach fast in die Feuerbüchse reingesetzt und dann schmeißen gedrückt. Also wenn er das nicht getroffen hätte, hätte es mich sehr gewundert. So. Welcher Laden? Wenigstens einer, der Jungnudeln führt? Was hast du denn jetzt mit deinen Jungnudeln-Kaffee? So schön sind die Lecks gerade nicht, aber vielleicht liegt es halt auch noch daran, dass wir jetzt gerade wirklich alle irgendwo sind, ne? Naja, ich habe jetzt gerade die Lok wieder angekoppelt an Nintendo und es hat angefangen damit. Okay. Das hat also mir auch. Beziehungsweise... Meinst du, ist vielleicht die Mogul, die da Probleme macht? Das wäre amüsant, ne? Weil bei uns war es auch die Mogul. Oder nicht? Wir hatten die Mogul. Wir hatten die an diesen Holzwagen. Und immer wenn wir die Mogul wieder an den Wagen hatten, gab es Ärger. Ja, bitte? Ja, mach deine Tour da hinten rum noch fertig. Das sind wir jetzt halt mal kurz mit den Leck nehmen. Und dann fährst du mit der Mogul. Du fährst ja eh oben rüber. Ja, nee, oben rüber brauchst du jetzt gar nicht. Ich muss jetzt mal meine Waggons wiederfinden. Das ist mein Problem, was ich habe. Und wenn das jetzt halt immer so ruckelt, entkoppelt sich bei mir alles. Voll schön. Ich finde das Ruckeln schön. Schütze fährt ja gleich mit dir mit, der kann dann auf die Waggons aufpassen. Das erinnert mich an meinen alten Spielstand. Nee, ich kann nicht. Das knuspert zu laut im Mikrofon. Ich kann jetzt keine Nicknacks essen. Schütze, ich bin jetzt auch auf dem Weg zu dir. Ich verleite dich zur Werbung für ein Produkt, das ich erst noch erfinden muss. Wenn es dann da ist, ist die Nachfrage schon schön hoch. Einverstanden, Kaffee, so machen wir es. Guckt euch das an, das ist ja fast Kunst, wa? Das gibt's nur bei Waldameise. Ist das cool, gut? Cool, was deine Lockdown macht, Alter! Wie so eine kleine Raupe. Guck mal, immer so stückchenweise. Oh oh, und sie haut ab. Oh je. Boah, das ist aber gerade heftig. Das ist doch nicht heftig hier, weil die das ist bei dir völlig normal auf dem Server. Hey, komm, die Glocke ist alles. Warte, ich läute sie. So, ich glaube, ich gehe auch mal auf eine Bremse ein bisschen. Das ist irgendwie kriminell. Ich bin auch gerade aus dem Bergpass raus. Das ist auch immer so eine Stelle, die leckt. Also, ich bin gerade da an der Stelle. Voll das schöne Spiel, oder? Findet ihr nicht? Ich finde das ein richtig schönes Spiel. Der Marc trinkt gerne Becks. Becks ist doch ein bisschen aus dem Norden, oder? Verwechsel ich das? Ich glaube ja. Mein Becks wäre so ein etwas nordisches Bier, ne? Möchtest du dich auch dazu äußern? Na? Du gehörst ins Bett, du bist krank. Los. Geh, bevor du mich wieder ansteckst. Du hast mich angesteckt. Ja, weiß ich. Also geh jetzt bitte. Ich möchte das nicht wieder zurückhaben. Das hat mir nicht gefallen. Gibt's gratis zurück mit Zinsen. Der Waggon sagt, hallo. Bremen meine ich. Ja, ich habe auf jeden Fall sowas Nördliches im Kopf, ne? Marc, wo kommt Becks her? Aus dem Norden? Ja, ne? Ja, Bremen schreibt er. Ja, da schreibt so, aber Kaffee. Und Kaffee schreibt, meine ich. Meinen ist immer nicht so direkt wissen. Ja. Ich würde sagen, versuch mit der Mogul noch hinzukommen gleich. Der Schütze ist ja dann gleich dabei. Ich kann da auch noch mit dazukommen. Easy. Jupp, ist ein bremisches Bier. Na siehste. Gar nicht schlecht. Nee. Guck mal hier. Mein Gott, was legen wir wieder an Allgemeinbildung an den Tag? Und dann stellen wir die Mogul im Depot ab und kriegen hoffentlich schon die Heißler für das Geld. Titsch, 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 titsch. Guck mal hier, meine kleine Raupe.
Da bewegt sie sich, guckt es euch an. Schritt für Schritt. So, jetzt titschen die Wagen noch ein bisschen rum. Ja, weit und breit keine Waggons in Sicht. Ich bin schon wieder fast durch unten bei der Schmelze. Sauber. Dann wäre es aber salziger und verwässert als Oettinger. Ach komm, so schlecht ist Helgoland doch gar nicht. Also ich fand es zumindest damals relativ schön. Oh, ich merke gerade, ich hätte vielleicht mal Holz nachlegen sollen. Was möchtest du denn jetzt schon wieder? Hä? Was heißt das? Ich geb dir mein Trinken nicht. Du sottelst da nur deine Keime rein. Huch, was ist das denn? Ich bin gerade durch irgendein Gestänge gefahren. Hat einer sein Gestänge hier oben verloren? Kann man das schon unter Bildungsfernsehen verbuchen? Auf jeden Fall, Treddy. Ich würde sagen, das, was wir hier abliefern, ist auf jeden Fall eine Art Bildungsfernsehen. Das war Tava. Ach, herrje, Tava, entschuldige. Ja, kann man. Ich, RTL. Ja, ich finde... Ja, hier wird gezeigt, wie Fernsehen vor 10 Jahren aussah. Was ist das denn? Hier fehlt ja eine Schütte. Ah! Ja. Nee, Moment. Ist das die da gehangen hat? Nee, das ist das Sandrohr. Ach, das ist das Sandrohr. Okay, dann guck mal auf den Boden. Die Schütte liegt bestimmt auf dem Boden. Ja, in der Tat. Da unten, da ist sie. Guck. Rutsche, Rohr ausziehen. Puh. Das stimmt. Und die Marine arbeitet daran, dass es bald Festland wird, so in 1000 Jahren. Aha, okay. Es sei dir verziehen, hab ich aber ein Glück. Jeder Soldat nimmt einen Stein von England mit, schmeißt ihn zwischen Helgoland und die Küste ins Wasser. So verschwindet England und Helgoland wird eine Halbinsel. Oh. Kaffee, ob das alles so seine Richtigkeit hat, wissenschaftlich? Na, ich weiß nicht. Also ich stehe jetzt. Ja, ich mach mal die Schütte runter. Komm, wir gucken einfach mal. Das kann ja eigentlich nur gut gehen. Komm, trau dich. Ja. Trau dich, kleine Schütte. Oh, guck mal da geht sogar das Ding mit hoch. Das ist ja eigentlich auch wieder ein schönes Detail, ne? Also wenn es denn funktionieren würde. Oh, habt ihr gesehen? Da kam schon ein Bällchen. Eins, zwei... Drei... Beim nächsten Mal halt besser speichern. Ja... Vier... Wenn unser Dark seine Waggons wieder findet, wäre es schön. Ja, bin ich auch dafür. 6. 7. Dark, ich gehe mal gucken, ob ich deine Waggons finde. 8, ich habe eine Idee. 9. Und 10. Hoch die Schütte. Hoch. Geh hoch. Gehst du wohl hoch? Haha! So, erster Wagen voll. So. Hey, wir sind Soldaten und keine Wissenschaftler. Aha, okay. Wenn auch nur England welches ist, ist das immerhin 50% Erfolg. Boah, cool, die Mine Kackknödel in dem Waggon. Ja, ne? Aber sie waren hübsch, sehr wohlgeformt. Und die sehr wohlgeformt sind gleichmäßig. Also unsere Kohleminenstrecke scheint echt ekelhaft zu sein. Hm. Wonach habt ihr euch da gerichtet? Was hattet ihr da für ein Vorbild? Also nicht von der Strecke her, sondern von den Lecks her. Oh, nicht, dass die mir hier abhaut, Mensch. Oh, ja, ich dachte schon. Ich vermute mal, ich weiß, wo die Waggons liegen. Wo denn? Oh, er vermutet, dass sie liegen. Ist aber schlecht. Waggon müde, Waggon muss schlafen. Oder weiche. Weil die Strecke hier bis zum Bergpass hoch ist auf 0%. Wenn die mit Schwung angerollt sind, könnten die es bis hier oben geschafft haben. Ja, die sind ein ganz Stück gerollt. Mit Schwung. Also ich glaube, die liegen vielleicht bei der Weiche. 3. Das habe ich gerade vermutet, aber nein, liegen sie nicht. 4. Okay, ich bin jetzt schon auf der Brücke, was 0% ist. Also wenn die jetzt hier auch nicht sind, dann haben wir ein Problem. Dann habe ich keine 6. Ahnung, wo die Waggons sind. Halt mal kurz an, ich speichere mal kurz. 7. Ganz schlecht, ich bin gerade am Beladen.
Ja, wir warten noch kurz, bis du fertig hast. 8, sehr freundlich. Gut. 9. Und komm, 10, da ist der Knödel. So. Mit Knödli im Dödli ist Vögli unmöglich. Du kannst speichern. Ja. Waggons angekommen. Na siehste, da sind sie doch. Ich halte mal an. Vielleicht sind doch seine schnell. Waggons nicht geländefähig. Ich denke auch nicht. Waggons sind am Bergpass. Kannst du dir abholen? Wunderbar. Hast du gespeichert? Nein, ich versuche erstmal die Waggons schnell anhalten. Ja gut, dann fange ich an, den nächsten zu beladen. Ja, die fahren hier mit ganz schön Geschwindigkeit, sonst landen die am Sägewerk wieder raus. Ja, ist nicht schlimm, lass sie doch landen. Aber jetzt wissen wir rein theoretisch, für was eine Lok? Wenn du oben am Kohlemine bist, dann lass die einfach runterrollen. Komm, ist auch so. Es ist auch so. Echt, sind die so schnell? Dann gucke ich mir den Multistream auch mal kurz an. Das klingt ja echt witzig. Jetzt stehen sie schon. Na toll. Schade. Vielleicht die letzten drei Bremsen abgezogen. Vielleicht ja Verzögerung drin. Ne, schade. Ah, die Strecke, okay. Jetzt hat er sie gestoppt. Also die kommen hier. Die kommen hier einzeln an, ne? Nur so zur Info. Ich mach ja wunderbar. So, Chat pausiert. Nein, weiter geht's hier. So, direkt los. Ach, ich wollte euch auch noch eben den Multistream, den muss ich mir mal kurz abspeichern. So, das hau ich euch noch fix rein. Den Multistream, den speichere ich mir jetzt mal ab. Dadurch, dass wir früher ja schon mal häufiger so ein Ding gemacht haben, ich hatte ja eigentlich auch eine Schnelltaste für. Wie viele habe. Wie viele Waggons hast du noch dranhängen? 4. Da. 4? Ja. Echt? Ja. Ja, okay, kommt hin. Hier stehen 8. So, ich drück mal auf Speichern. Mach das. So, Multi 1 habe ich das drin. Aha, okay. So, ist gespeichert. So, zack. Und yes, funktioniert. Sehr schön. So, machen wir hier wieder 10 Knödelchen rein, ne? Wie wär's mit Knödeln, Kaffee, anstatt Nudeln? Komm, wir machen Werbung für Knödel. Wir nennen sie Batzen. Wo bin ich denn jetzt? 4? Ich glaube bei 4, ne? Oh, ich hab mich verzählt. Ja, guck einfach hoch, müsste bis auf 5 runtergehen. War ein Witz. 6. Bis 10 kriege ich noch so gerade eben hin. Ja, bin ich bei dir nicht so ganz sicher, deshalb. Ja, ich auch nicht. Aber ich erzähl's dir einfach. Dann glaube ich, bei euch leckt nichts, gell? Gerade läuft's eigentlich tatsächlich. Ja, gerade läuft. Ich glaube, dann haben die Waggons, weil die haben, glaube ich, eine Kollision berechnet gehabt, die ganze Zeit, wo die jetzt runtergerollt sind und nicht, wenn die alle einzeln sind. Hey, wenn du was promoten willst, dann ja wohl meine Selbstständigkeit. Ja, aber nicht hier. Das machen wir irgendwann. Also, was ich denn? Trinke mein Kaffee Fans, oder was? Mit Haferdrink. Ach so, Quatsch. Bitte. So was machen wir nicht, wir sind vom Land. So, wenn, dann würde ich hier auch ein Mikrofon kaufen mit einem Ohr. So, großartig. Habt ihr euch das mal reingezogen? Es gibt wirklich Leute, die lutschen am Ohr hier oft. Ja. Ich musste so hart lachen. Hab ich dir ja gezeigt. Absolute Klasse. Ich sag auch, ich bin echt begeistert, was Leute bereit sind, dafür zu zahlen, dass die Leute sich dann ihren Namen auf den Arm schreiben. Also das war... ein absoluter Traum. So, Kaffee mit Haferdrink. Okay, das klingt interessant. Nein, ich habe die Lok damals nicht mit Absicht den Damm runterfallen lassen. Ja, weil die Waggons gefangen hat, muss man mutmaßen, dass er das kann. Ja, ne? Also impliziert ihr, dass er deinen Lok... Ich bin mir da auch ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich bin mir da sicher, Kaffee. Ich bin mir sicher und ich sag dir noch was. Ich habe still und heimlich die Vermutung, dass nur wegen diesem Unfall das ganze Game kaputt gegangen ist. Weil die Lok so auf dem Kopf in der Erde hing und da ist bestimmt noch irgendwo ein Wagen hängen geblieben, der irgendwo da in der Erde rumgeistert. Ich bin mir da auch sicher. Ich habe ihm extra noch gesagt, er soll einfach hochspringen und die Lok anhalten mit der F-Taste. Und was hat er gemacht? Hat sich das in Ruhe angeguckt, das Schauspiel.
Um dann noch oben zu stehen und zu klugscheißern. Ich hab nämlich ein Highlight bei ihm auf dem Kanal gemacht, ja. Wollte ich dich auch noch fragen, ob du mir das runterladen kannst. Ich würde das gerne auch in irgendein YouTube-Video mitbringen. Ein Clip oder wie? Oder was hast du gemacht? Ja, ich hatte dir einen Clip gemacht und ich hatte auch schon die Anfrage, ob wir nicht mal ein Best-of-Katastrophe machen wollen für YouTube. Und ich glaube, das kriege ich hin. Jo, das kriegen wir hin. Ich kann auch meine Streams noch runterladen, die kann ich dir auch noch schicken. Nee, so schlimm ist nicht. Ich will nur Unfälle haben. Wenn du deine Unfälle gehighlightet hast, dann reicht mir das. Dann wir sind keine Highlights, aber kannst ja alle 10 Minuten reingucken, passt ja. Auf keinen Fall. So, na wieso, alle 10 Minuten ein Highlight? In den Kaffee kommt nur frisch gepresste Kuh. Naja, warum nicht, ne? Stelle ich mir ein bisschen komisch vor, Kaffee mit Matt, aber warum nicht? Sabotage. Ja, ich bin mir auch fast sicher, um ehrlich zu sein. Also ich habe dir nur die letzte Bremse angezogen, ne, bei deinen Waggons. Wobei, Sabotage glaube ich nicht mehr. Sabotage glaube ich gar nicht, Kaffee. Magst du mir wieder zusammenhängen? Muss ich jetzt wieder zurückkommen? Was machst du wieder mit meiner Katze? Dass ich da einen Ansichtfehler dann drinnen habe und wieder 20 Minuten brauche zum Waggon anhängen. Ich komme nochmal zurück. Danke. Schütze, wenn du brauchst bei dem Highlight-Video schneiden, kann ich dir auch helfen, wenn du willst. Sowas kannst du auch wieder, Dark. Ja, sicher. Oh mein Gott, ich merke schon, das wird hier ein Angestelltenverhältnis. Ordentlich zahlst du ihm auch gut was. Server kann er, schneiden kann er, Moderation kann er, Englisch kann er auch noch. Der wird teuer, der Mann. Ja, ich merke das schon. Ui, da kommen die ja schon. Ui. Ich habe jetzt total gepennt. Bist du jetzt voll reingebrettert? Nee, es ist nicht ausgegangen. Ich knabber hier die Nüsschen nicht, ne? Damit ich die Leute nicht so nerve und du setzt dich neben mich, um Nüsschen zu knabbern. Das ist doch absolut nicht Sinn und Zweck der Sache. Hört man aber nicht. Ne? Hört man nicht. Ja. So ein Glück. Haha, man hört dich gar nicht. Hui! Ist einer auf dem Weg zur Eisenerzmine? Ja. Oh, dann könnten wir uns rammen. Ich bin auch auf dem Weg. Nein, ich bin auf dem anderen Weg. Ich bin auf dem Weg oben rum. Was ist denn der Weg oben rum? Spirale. Na du? Was ist denn die Spirale jetzt schon wieder? Die Todesspirale. Ja, ich fahr hier einfach runter. Fahr ich richtig? Ja, das ist richtig. Du fährst ja zur Schmelzhütte runter. Ja, glaube ich. Kannst zurücksetzen mit dem Zug hier. Ja, von ihm müssten auch alle Weichen liegen. Also da brauchst du eigentlich keine Angst haben. Ich fahr da immer Vollgas runter. Du fährst hier Vollgas runter? Ja. Wow. Okay, Dark, wir haben wirklich viel zu wenig Vertrauen in unsere Gleise. Viel zu wenig. Zwei Meter? Ein Alter, Meter? Hier fährst du Vollgas runter? Abgefahren. Ja? Ich fahr das Ding Vollgas. Nur ganz am Ende bei der S-Kurve gehe ich ein bisschen runter vom Gas. Solange die Lok zieht, geht. Nee, die Lok, die, wie gesagt, ich habe die Bremse an. Guck mal hier, ich mache wieder einen Regenwurm. Guck mal. Du kannst die Bremse lösen, nur kurz vorm Ende im Wald solltest du so anziehen. Auf keinen Fall. Ich habe deine Gleise gesehen. Guck mal hier. Ist angekoppelt. Jo, Bremse ist auch los, kannst wieder losziehen. Obwohl der Damm neben der Terrasse sieht schon cool aus, ne? Das müssen wir ihm ja doch lassen. Warum da oben auch noch ein Damm liegt? Naja, sei es drum. Es war ein Versuch, die Terrasse zu nutzen. Aber das sieht schon cool aus. Wenn die Lok schiebt, dann sind die Teile empfindlicher. Aha, okay. Und was ist, wenn ich den Regenwurm mache? Beziehungsweise die Raupe? Hier ist das dann. Guck mal in den Kurven. In den Kurven sind die Wagen fast am raustitschen. Naja, wir fahren einfach weiter. Weil du gegendrückst, weil du Bremse an hast. Ich mach gar nichts. Guck dir das Getitsche hier mal an. Natürlich nicht, aber guck dir mal das Getitsche hier an. Das hat ja jetzt nichts mit der Bremse zu tun. Ja, ich bin gerade. Nee, das ist Lex, da hast du recht, aber das ist. Ja, dezent! Mach die Raupe! Mach die Robbe! Katastrophe, die Robbe? Nee. Ach du Scheiße. Ich weiß aber auch nicht, woran das jetzt liegt wieder. Gut, jetzt fahren wieder zwei Züge, ne? Habe ich bei meinen Spaghetti-Gleisen gemerkt. Also die Mogul fährt wieder, ne? Ja, ich meine, ich merk's. Schmeiß die mal weg, kauf mal lieber eine Class 70. Oder eine Eureka, sehr schöne Lok, kann ich nur empfehlen. Ja, aber nicht da hinten lang, da kommt eine Heizler hin. Ha? Wenn du quatschen willst, dann mach das richtig, sonst höre ich dich nicht.
Sie kann sich auch ein Mikrofon nehmen. Genau, du kannst ja auch ein Mikrofon nehmen. Hat der Waldi gesagt. Du kannst ja auch ein Mikrofon nehmen. Warum nicht? Ich wollte höchstens in den Channel kommen, damit ich dich nicht doppelt höre, weil im Channel kann ich dich mieten. Läpsch. Da kannst du dich ins Bett legen, wie Schütze das wollte, und ihn trotzdem nerven. Was möchtest du? Ich hab den schon. Ah. Nein. Ah. Wie soll ich denn jetzt da reingucken? Du musst hier unten irgendwo bei... Hier, das da musst du machen. Da musst du draufdrücken beim Waldi. Das ist alles bei dem... Das soll unheimlich toll sein, aber eigentlich ist es nur nervig. Du musst da im Discord alles Mögliche bestätigen und da musst du dich, glaube ich, freigeben. Ja, die Frau ist schon im Discord, aber die kann nicht quatschen. Die muss erstmal die Regeln bestätigen. Was? Habe ich jetzt eine Leber verkauft? Nee, die Leber nicht. Eine Niere höchstens. Ja, der Waldi steht auf Nieren. Ich kann mit Leber nichts anfangen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, Bretterwaggons, diese in den Kurvenlehnen, sind quasi nur einspurig fahren. Sehen witzig aus. Ja, ne, ich finde also, wird auch immer besser. Ich ziehe gleich die Bremse, weil um ehrlich zu sein, es wird mir zu hart. Es wird mir viel zu hart. Ja, ich fahre jetzt auch, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Also die Mogul fliegt weg, die Mogul will ich nicht mehr haben. Also ich meine, guckt euch das mal kurz an. Also ihr seht das ja, ne? Ich weiß nicht, ob du auch den Multistream offen hast. Das ist irgendwie, ich weiß auch, also ich find's witzig zum Angucken, aber... Da kannst du auch mit dem Mogul stehen bleiben. Hui! Oh, jetzt fliege ich gerade über eine Weiche. Ob's besser wird? Ich will die nicht. Alter! Mann. Hat geklappt! Bin ich hier richtig, Waldi? Ich bin hier links lang gefahren. Ja, ist richtig. Super. Habe ich mir fast gedacht. Deswegen habe ich sie ja... Oh, das sieht cool aus da hinten, ne? Steht die Mogul? Ja. Aber es bringt nichts, glaube ich. Ich muss hier den Sender entkoppeln und ein bisschen nach vorne fahren. Oh boy. Kannst du den nicht einfach mal rauslöschen? Guck mal, schlagartig besser. Ein Traum. Läuft ja, alles. Ja. Super flüssig. Tender, ja, jetzt, okay. Tender ist wirklich die Mogul, ne? Ja, der Tender und die Mogul zusammen. Nein. Heißt das, hier geht's geradeaus, Waldi? Ist auch wieder richtig? Links, ja, ist richtig. Gut. Also ich meine, du hast wirklich viel geschafft, ne? Und ich hab dich echt gerne. Aber wenn ich meine Gleise so legen würde, ne, dann wäre ich schon zweimal um die ganze Map rum. Kann ich ja nichts für. Großartig. Also ich finde die Gleise gut so. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da oben die eine Weiche, die sich auf zwei Dämme aufteilt, hier jetzt wieder. Ich vermute sogar, das meiste davon hat einen Sinn. Okay, und das da sieht richtig, richtig episch aus. Also da muss man auch mal so fair sein und das zugeben. Das sieht richtig, richtig genial aus, was du da für eine S-Konstruktion gebaut hast. Das sieht richtig schwer gut aus. Dark, warum haben wir das nicht so schön hingekriegt? Wie hast du denn so gleichmäßig die Bögen hingekriegt bei der Brücke? Hast du mit festem Radius gearbeitet? Fester Radius und relativ kurze Ecken gesetzt. Hm. Also wenn ich gemerkt habe, er wird gerade, habe ich abgesetzt und habe wieder neu angesetzt. Okay. Hm. Also es ist wirklich vielleicht die Mogul, ne? Fährst du wieder? Ja, dann ist wirklich die Mogul. Ich fahr nicht, ne? Na, also mir würde der Arsch auf Grundeis gehen. Sollte man den Entwickler mal mitteilen. Ja. Nicht, dass die das am Ende noch übersehen, weil andere Fehler suchen. Ja, da sagst du was. Ich glaube, ich werde jetzt zum nächsten Mal den Discord beitreten von denen und werden das mal schön in Englisch zusammen. Ja, das ist. Es scheint ja echt die Mogul zu sein, ne? Also, du kannst natürlich, wie gesagt, auch sehr gerne bei mir ein Highlight machen oder sowas. Ich kann auch gucken, dass ich dir das runterlade. Ich glaube, bis eine Minute kann man hochladen, ne? Bei denen am Discord. Oder bis so und so viel MB oder sowas. Ich hatte da schon mal ein Video hochgeladen. Ich würde sagen, wir speichern jetzt dann demnächst. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin noch am Rollen. Titsch aber immer noch total schön, sieht gut aus. Jetzt titschst du schon wieder, fährt die Mogul oder wie? Guten Abend, ja, mega oben. Da sind das die Bäume. Ich glaube, da ist es die Kombination, glaube ich. Ich glaube, das mit den Bäumen ist trotzdem richtig. Bei mir läuft es gerade flüssig. Oder wir hatten doch gestern die Vermutung, dass man eventuell, dass das Sync-Protokoll von denen noch so mittelmäßig ist. Ja. Vom Namen des Entwicklerstudios sollten die Deutsch können. Ja, aber ist halt bei denen alles auf Englisch und fertig. Ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass es Amerikaner sind. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten.
Lapador meinte vorhin, der erste Patch, die erste Patch-Notiz kam in Deutsch raus. Ja, also jetzt mal so unter uns. Ich kenne ganz wenig, was die Amerikaner alleine gut gemacht haben. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, falls hier einer Amerikaner ist, aber... Aber an den Waggons kann es ja jetzt tatsächlich auch nicht liegen, weil ich habe mehr Wagen dran als du. Also ich habe wie gesagt diese 4 Hopper. 3,5 davon sind voll. Ich glaube jetzt ja, auch nicht unbedingt, dass ich das bin. Ich fahre jetzt hier rechts lang. Ist das richtig, Waldi? Ja. Und hier fahre ich wieder rechts lang? Genau. Meine Vermutung ist, weil vorhin warst du das ganze Zeit auf der Brücke oben. Und jetzt bist du wieder mit Sachen, wo die Bäume relativ nah wieder an den Gleisen sind. Ich glaube, dass das trotzdem auch mit dass es die Bäume sein können, ja. Und in Kombination mit und die Mogul. Und ich würde sagen, wenn jetzt dann jeder vom Gleis weg ist, oder vom Zug weg ist, speichern wir auf einen anderen Punkt. Den schickst du mir dann. Den überspeichern wir auch nicht. Und den sende ich dann den Entwicklern. Und sage ihnen einfach nur, sie sollen zu der Brücke gehen, sollen die Lok mit dem Tender ankoppeln und sollen das mal selber testen. Und wenn die sagen, dass es bei denen ruckelfrei funktioniert, dann... Dann hätte ich gerne mal denen ihre Daten vom Rechner. Genau, erstens das und zweitens würde ich sie dann gerne... Aber wie gesagt, mein Rechner geht ja hier nicht in die Knie. Ja, das muss aber nicht sein. Wie gesagt, nur weil dein Rechner dir sagt, mir geht's gut, heißt das ja noch lange nicht, dass das Spiel das ähnlich sieht. Vielleicht sagt das Spiel ja auch, oh, mehr wie 35% Last geht gar nicht. Wie gesagt, mein Rechner langweilt sich auch hier zu Tode, wenn ich die NZXT-Cam aufrufe. Aber wie du merkst, ja. Naja, Mega-Ohm holt sich gleich seine zweite Lok. Ausgezeichnet, Mega-Ohm. Dann weiter so. Was wird es? Erzähl uns, was hast du vor dir zu holen? Wenn die einen Debug-Mode haben, kann es auch sein, dass nichts passiert. Ja, das kann durchaus sein. Nico, schönen guten Abend. Schön, dass du auch wieder mal dabei bist. Na, wieder Feierabend. So, ich bin übrigens aus der Lok raus. Ihr könntet speichern, wenn ihr wollt. Ja, ich habe noch so 2 Minuten bis zur Eisenerzmine. Die würde ich gerne noch zu Ende fahren. Dann lade ich noch ab, oder? Ja, dann kannst du auch noch abladen. Unternehmen beitreten? Ja, wäre nett. Oh, Labrador ist ja auch da. Ja, Labrador fährt ja auch die ganze Zeit rum. Der füllt unser Sägewerk. Ja, kein Wunder, dass das hier leckt. Dann ist Labrador jetzt schuld. Obwohl, eigentlich ist Labrador cool, ne? Ja, und Labrador, der fährt die ganze Zeit schon da hin und her. Ja, ich denke, Waldi ist schuld. Also ich kann hier gerade ohne Probleme fahren mit meinen 15 Wagen. Ja, ich fahre ja auch nicht. Ich bin ja nur hier unten am Abladen. Vielleicht reicht das schon. 28? Ist der schon am Verarbeiten? Hoffentlich, ne? Ja, wird er. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe doch jetzt keine 2 verloren. Dann liegt ja noch Scheitholz drinne. Sollte, ansonsten ist es jetzt gerade ausgegangen. Hey, du bist schon beigetreten, Schütze. Ja, bin ich. Habe ich gerade eben noch gemacht, bevor ich abgeladen habe. So, ja, die Eureka. Super. Ja, trotzdem, sehr schöne Lok, kann ich dir also nur empfehlen. Ganz ehrlich, ich komme sehr gut mit der klar. Schau halt, dass die, wie gesagt, entweder in der Ebene bewegt wird oder bei wenig Steigung. Dann ist das eine hervorragende und sehr schöne Lokomotive. Also irgendwie verlegt es bei mir nach dem Update mindestens eine Kurve. Bin die Strecke zur Eisenmine 5-mal gefahren und heute einfach so entgleist. Nico, hatten wir gestern auch. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, ob du es mitgekriegt hast. Ansonsten schau mal kurz bei mir auf dem Kanal. Da gibt es ein wunderschönes Highlight. Ich glaube sogar, das hatte der Mega-Ohm uns erstellt. Es nennt sich liebevoll kurz und knapp I believe I can fly. Kannst du dir wirklich gerne mal reinziehen. Sieht unheimlich genial aus. Und was soll ich dir sagen? Wir sind halt einfach über die Strecke gefahren, die ja auch wirklich gut aussieht. Naja, und wie der Titel es sagt... Labrador, stehst du? Weil ich halte jetzt auch in den nächsten 10 Sekunden an. Und wie der Titel es so schön sagt, der Flying Schütze oder I Believe I Can Fly, Dark Rippers ist auch mitgeflogen. Sieht cool aus, hat einen schönen Screenshot von oben gemacht. Das Video könnten wir den eigentlich auch mal hochladen, einfach so just for fun. Alle weg von den Loks? Jo. Ja. So, ich pack's auf die 9, da haben wir noch nichts Wichtiges. Und unsere normalen Spielstände auch nochmal abspeichern auf 5 und 6. So. Kann weitergehen. Wo ist der Ordner? Weißt du was, ich dreh mal die Grafik ein bisschen runter.
Ne, das bringt genau das Gegenteil, haben wir festgestellt. Wenn ich Schatten und Belaubung runterdrehe? Wenn du die Grafik versuchst runterzunehmen, kriegst du weniger FPS. Okay, lass ich es jetzt drauf ankommen. Dann besser nicht. Wir haben es nur gemerkt, dass es so ist. Also ich meine, es sieht schon schwer geil aus, ne? Wenn ich mir da oben so die Rauchfahne angucke. Ich bin wirklich hellauf begeistert, was die Spiele inzwischen liefern können, ne? Also wenn man sich da mal so die älteren Spiele anguckt, wie das da aussieht und was wir jetzt hier so geboten kriegen. Ich meine, guck mal hier, wir könnten im Prinzip anfangen, Steine zu zählen. So, gut, der plastische Effekt, der geht noch besser, aber ansonsten schon ganz schön edel, ne? So. Witzig wäre ja später Modus mit Diesel oder Elox, einfach just for fun. Also Diesel, wenn ich mich recht entsinne, sind schon bestätigt, die werden kommen oder sollen mal kommen. Macht ja auch Sinn, ja. Oder? Gab's die schon im 17.? Kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Glaub nicht unbedingt, aber ich meine, die sollten wie gesagt kommen. Würde aber auch Sinn machen, ne? Weil wir haben halt hier auch eine Raffinerie. Also theoretisch kann man ja mit Rohöl, wie gesagt, Diesel herstellen. Ich glaube, Elox wird es so schnell nicht geben, muss ich dir aber auch ehrlich sagen, ich würde sie nicht unbedingt vermissen. Es gibt geile Elox, so ist es nicht. Aber mal ganz ehrlich, eine Dampflok ist eigentlich immer noch mit das Schönste, oder? Also, finde ich. So, sagen wir so, mit der Porter mit 12 Wagen gefahren und musste so oft Holz nachwerfen, ist sehr nervig und deswegen jetzt eine große. Naja, obwohl, da kannst du vielleicht noch an den Regeleinstellungen was machen, mega oben. Also ich bin gerade mit der Porter hier hochgefahren zur Eisenerzmine. Ich habe zweimal Holz nachgeworfen und Wasser ist gerade mal ein Viertel raus. Also so schlimm ist die gar nicht. Also deswegen, wenn du wie gesagt Wagen. Steuerung auf 100% hast und mit dem Regler dann dich bis maximal 30% bewegst, dann geht das, um ehrlich zu sein. Ja, Kohledampflok wären auch noch geil. Soll ich auch wieder hoch zur Eisenerzmine fahren? Kommt jetzt drauf an, Labrador hat er eben geschrieben, also gespeichert ist, ne? Wie machen wir jetzt weiter? Fährt die Mogul noch bis hinten hinter oder fährt die Mogul zurück und stellt es im Depot ab? Jetzt sagen die Mogul, lass sie in Ruhe. Ja, sie muss ja auf jeden Fall da von der Strecke runter. Ich würde sie beinahe weglöschen einfach. Der Dark Ripper ist geknickt. Hörst du das? Die Stimme? Total traurig, so, ne, die Mogul, die lassen wir jetzt. Ein Schrottplatz damit, würde ich sagen. Mit dem Dreck. Wo stehen denn die Waggons jetzt gerade? Mitten auf der Brücke. Also vom Bergpass runter schon. Ja. Also auf dieser extra Strecke Richtung Dreieck. Genau. Okay, da kann man dann, ja, dann kann man unsere Heißler holen und die davor parken, dann bleiben die Waggons halt erstmal stehen, die 12 Stück. Genau. Müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir die Heißler ja schon. Ich habe ja jetzt noch nicht abgeladen hier komplett. Ne, ich habe 4000, das reicht nicht. Dann fahren wir mit der hier unten vorbei. Unten laden die Schienen auf und fahren einmal Schienen verkaufen, dann müsste das Geld reichen. Ich fahre einfach wieder rückwärts hoch, so. Genau, du fährst rückwärts hoch, du kannst hier theoretisch wahrscheinlich gleich wieder Erz mitnehmen. Das weiß ich nicht, ich fahre jetzt einfach hier rückwärts hoch, mir doch egal, was ihr sagt. Dann fahren wir runter, dann holen wir die Schienen, bringen die weg. So. Und dann können wir uns die Heißler holen und die vor die Waggons, vor die Waggons vorpacken. So, was haben wir denn hier im Chat? Also, sagen wir so, 12 musst du auf nervig, okay, deswegen eine große. Ich meine auch alte E-Loks, zum Beispiel das Krokodil oder sowas. Marc schreibt, die erste E-Lok gab es gegen 1880. Was? Echt? Ja gut, es gab ja auch E-Autos, bevor es Benziner gab, ne? Ja, das stimmt allerdings, ne? 1920, glaube ich, hat der Ferdinand, ja, ne? Der Ferdinand Porsche hat sogar schon E-Autos gebaut. Weiß ich nicht, die ersten, bevor es Autos gab, gab es ja E-betriebene, wie heißen sie, Kutschen, ne? Ja, okay, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, muss ich passen. Das war eine deutsche E-Lok, also die erste war wohl eine deutsche E-Lok. Naja gut, die erste Wechselstrom-Lok war ja auch von uns, beziehungsweise die erste, die zurückspeisen konnte, ne? Die gute Baureihe 120. So, mega oben, der Regler war nie über 20, okay, muss ich ehrlich gesagt gestehen, wundert mich jetzt ein bisschen, aber ich kenne natürlich auch deine Strecken nicht. Wenn du da rund um die Map fährst, kann das natürlich sein, dass die Betsy unheimlich viel Holz verbraucht. Du musst natürlich nicht immer direkt nachschmeißen, ne? Also wenn das Holz weg ist, dann hast du immer noch eine ganze Zeit,
bis das Ding abkühlt. In der Zeit hast du immer noch im Prinzip Kraft und Druck. So, bei mir hat es einen 10 Wagen Holzzug bis auf die Lok zusammengeschoben. Gestern hatte ich dasselbe Problem. Auf der anderen Talseite habe auch schon eine Kurve neu gebaut. Vorher ohne Probleme mit Class 70 und 20 Schüttgutwagen. Ohne Mogul mit 13 Schaltwagen darüber gefahren. Und gestern zerreißt es mir bei 11 Rungwagen den Zug. Klingt was komisch, aber wie gesagt, wir hatten auch nicht nur Vorteile durch die Updates. Ich habe auch von vielen schon mal gehört, dass besonders an der Eisenerzmine die Entladebereiche, dadurch, dass sie die getrennt haben. Ich fand das zwar ziemlich gut, ja, aber viele, die natürlich schon eine fertige Strecke da hoch hatten, die haben sich auch ein bisschen geärgert, weil die konnten jetzt nicht mehr so einfach abladen und aufladen und alles. Wir mussten gar nichts umbauen hier, hat funktioniert. Ja, aber also wie gesagt, bei einigen glaube ich das schon. Bei unserem alten Spielstand hätten wir bestimmt auch umbauen müssen, bin ich mir fast sicher. So. Kann ich aber verstehen, das mit der Mogul ist schon doof. Das ist absolut doof. Weil von 6 ist halt eine für Poppes. Ah, okay, ja. So, ich verabscheue mich dann mal. Das Bett ruft, okay. Ja, dann Kaffee, eine wunderschöne gute Nacht. Ruh dich aus. Schlaf gut, wie gesagt, bis die Tage. Ne? So, vom Holzfällerlager bis zum Depot. Okay, wundert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, mega oben. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wie deine Strecke liegt. Bei mir ist es ja so, vom Holzfällerlager aus habe ich ein Gefälle. Da fahre ich komplett ohne Regler, da mache ich den Regler auf 0 und lasse das Ding rollen. Und vom Sägewerk aus bis zum Frachtdepot fahre ich eigentlich da meist mit 13% oder sowas, weil es eben eine Ebene ist. Da brauche ich, wie gesagt, halt nicht wirklich Kraft, ne? Da muss ich nur gucken, dass der Zug nicht stehen bleibt. Also auch das geht eigentlich. Also wundert mich alles ein bisschen, aber wie gesagt, ich kenne halt deine Strecken nicht genau. Weiß auch nicht, was das Spiel bei mir macht. Ich schließe mich meiner besseren Hälfte an. Morgen klingelt viel zu früh der Wecker. Tava, dir natürlich auch eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass ihr wieder gemeinsam hier wart. So, die erste E-Lok war also von Siemens. Was war das denn für eine, Mensch? Also ich weiß, die haben relativ früh E-Loks gebaut, so ist nicht, aber tatsächlich 1880 finde ich krass. Komm, ich goggle einfach mal kurz. Bist du schon auf dem Weg nach oben? Ich? Ja. Weil ich müsste jetzt aufs vordere Gleis drauf fahren, um weiter abzuladen. Ha! Ich fahre hier irgendwo noch die Schlangen hoch. Ja, ich habe noch Platz, okay, reicht. So, doch. Die erste Elektrolokomotive, die im Dauerbetrieb zum Einsatz kam, war die 1882 von Siemens und Halske. Für die königlichen Steinkohlewerke Zaukarode gefertigte Grubenlokomotive Dorothea. Auf 620 Metern Streckenlänge ihren Dienst auf und sie lief bis 1927 abgefahren. Die sieht echt krass aus. Die sieht richtig krass aus. Gar nicht schlecht. Ah, hier ist er. So. So, also bei mir läuft die Mogul gut, habe 2 Stück. Lok 3 Mathilde und Lok 5 Brigitte. Ja, so kann das Leben spielen. Wie gesagt, vielleicht hattet ihr auch mit deren Unfall und habt deswegen irgendwo ein Problem drin. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also die bei uns... Die hatte mehr als einmal einen Unfall. Also bei uns lief es ja vor allem immer dann, wenn wir Wagen an der Mogul angekoppelt hatten. Also diese Rungenwagen, die haben ja vor allem auch Ärger gemacht. Immer wenn wir die angekuppelt hatten... Dann fing es ja auch auf einmal an zu lenken und nichts mehr funktionierte. Also wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen. Es ist und bleibt ein bisschen ein Mysterium. Vielleicht hat es auch wirklich mit dem Unfall oder mit den Rungenwagen zu tun. Hat die Mogul zufällig Rungenwagen hinten dran? Nein! Das wäre ja jetzt dann ein richtiger Zufall, ne? Wenn ausgerechnet die gleiche Lok mit den gleichen Wagen bei uns auch Ärger gemacht hätte. Die hat nur 12 Rungenwagen hinten dran. Ja, dann kann es ja nicht sein, bei uns hatte sie ja 18. Da siehst du, passt das doch schon mal nicht. Banal ist ja, in dem Moment, als ich die Rungenwagen gelöscht hatte, war ja das Lecken auch vorbei, ne?
Erinnerst du dich? Der Kubik hatte doch auch die Wagen abgekoppelt, alles gut. Der Kubik hatte die Wagen angekoppelt, Katastrophe. Okay. Erinnerst du dich daran? Ach, das war mit Aaron, das war nicht mit dir. Das hatte ich mit Kubik und mit Aaron gemacht, genau. Aber ich bin mit der Mogul ja früher hier vom Sägewerk immer zur Eisenerzmine hochgefahren, ja, ohne Leck. Früher. Nee, direkt hier vor, ne? Also ich habe die Mogul ja gerade erst abgegeben, als du dazu gekommen bist. Du möchtest bestimmt, wie viel haben wir denn jetzt drin? Reicht's? Ja, 30 Stück liegen schon wieder drin. Was, 30 Stück Erz? Ja. Dann mache ich so, ich schieb zurück und fahre übers Abstellgleis, dann kannst du gleich beladen und ich kann runterfahren und die Schienen holen, oder? Hm? Was hältst du davon? Von mir aus. Also unten liegen sehr viele Schienen. Ich glaube über 88 Stück oder so. Hatte ich gesehen. Ja, nehme ich hier mit. Ich habe 15 Wagen dran. Ich muss ja gerade mal 9 von beladen. Ja, wie gesagt, ich bin wieder auf dem Weg nach oben, ne? Ja, ich schieb gerade runter vom Gleis. Ich hatte jetzt kurz, warum auch immer, den Regler einmal ausgemacht. Jetzt muss ich den kurz wieder aufdrehen, aber ich bin jetzt wieder auf dem Weg. Und dann muss ich kurz warten, bis du hier oben bist. Du kannst ja schon mal die Weichen legen, dass ich direkt da zur Schütte komme. Ach, siehst du, stimmt. Die vordere habe ich nicht gelegt, weil ich dachte, du kommst noch hoch. Hier den Regler aus und lauf mal vor. Aber hier auf der Strecke hast du ansonsten nichts verändert, ne? Nö. Ich habe hier auch nichts verändert, sehe ich gerade. Ich habe, du bist ja auch runtergefahren, alles gut. Hier passt alles. Ich habe gar nichts umgeworfen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Nico, also meinst du, die Mogul ist es nicht, ja? Ich habe auch langsam eher das Gefühl, dass es die Wagen sind. Ach, daran liegt es. Hä? Moment, wieso zeigt er mir das da unten im Chat nicht an? Naja, hallo, mit einer anderen Lokomotive. Ja gut, ich bin aber gerade mit 15 Rungen gefahren und Dark mit der Mogul mit 12, ne? Also eigentlich hätte es dann bei mir mehr lecken müssen. So, Zaraizani, heute entspannt fahren. Jo, bisschen zu Gast bei Waldameise. Mal wieder. Mit, ja, komischen Unterbrechungen und einem sehr holprigen Start heute. Aber jetzt läuft es soweit. Bisschen ruckelig, aber obwohl eigentlich gerade geht's, würde ich behaupten. Gerade läuft es relativ entspannt. Ab und zu ein kleiner Ruckler, aber... Wie gesagt, das kann halt auch an der Synchro liegen. So, Kuma erinnert sich auch, genau. Ja, bei Waldi war es. So, ach, daran liegt es. Meiner hatte beim Unfall 10 leere Rungenwagen dran. Egal, werden durch 2 Class 70 ersetzt. Die läuft. Stimmt, bin die Strecke bisher nur mit Mogul mit Scheitholz gefahren und sonst nur Class 70. Denk dran, bei der Class 70, die passt nicht auf eine Drehscheibe, ne? Also Kombination Mogul-Rungenwagen. Ja, vielleicht mal ausprobieren, vielleicht wirklich die Mogul einfach mal woanders dranhängen oder wirklich vielleicht auch mal bei dir banal einfach mal die Rungenwagen wegkloppen. Na, ich kann es einfach ganz leicht testen, indem ich jetzt den Tender von den Rungenwagen löst. Genau, von den Rungenwagen, ja. Setz die Rungenwagen fest, dass die da stehen bleiben und fahr mal so mit der Mogul. Und das müsste der Schütze jetzt wahrscheinlich gleich sagen, weil ich gleich stehe. Ob er was merkt. Oh, das wirst du bei mir sehen, versprochen. Ich bin mir sicher. Meinst du, die Raupe sieht man? Ja, ich bin mir sehr sicher. Das sieht man. Ob ich jetzt hier gleich nur noch im 2-Sekunden-Takt fahren kann oder ob man noch einigermaßen flüssig was verfolgt kriegt. Labrador hat Sägewerk voll gemacht. Alter Schwede. Dankeschön. Und bist erstmal wieder raus. Ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bist gerne wiedergesehen hier. Schön, dass du da warst. Labrador, tschüss. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und was tut sich? Alles läuft hervorragend. Ja, vielleicht können wir nur an die Mogul keine Rungenwagen dran packen. Ich weiß es nicht. Ich fahr jetzt mal ein bisschen mehr. Ich gebe mal ein bisschen Gas, ne? Jo,
Kannst Gas geben, vielleicht kannst bis zum Kohlewerk durchbrettern, mir egal, wenn solange es nicht hoch. Vielleicht machen tatsächlich allgemein die Rumpenwagen den Ärger. Wo ich meine, ja, das erste Mal an der Eureka hatte und ich bin Vollgas gefahren, da hatte ich auch das Gefühl, dass auf einmal unheimlich die FPS einbrechen. Okay. So, mit allem anderen nicht. Oh, hier hätte ich jetzt fast deine Wagen rausgeballert aus der Kurve. Ja, die Kurve sollte man nicht unbedingt mit 100 fahren, hoch beim Schieben. Fahr ich nicht, ich fahre gerade 17. Okay. Ich kann doch umgehen, oh 18, Entschuldigung. Ich bin die tatsächlich mit 30 schon hochgefahren. Tja. Brauchst du nicht, wie du siehst. 18 reicht, um dir die aus der Kurve zu drücken. Frage also, mich gerade warum, weil ich habe die halt mit 30 da hochgedrückt, ohne das Entgleisten. Ja, du wirst aber nicht viel schneller. Das ist ja das Banale, was ich auch immer versuche, euch zu erklären. Ja, doch, also langsamer wurde, wenn ich weniger gegeben habe. Du bist halt nicht auf Vollgas gerade, aber komischerweise ist er trotzdem rausgesprungen. Super, ne? Ich hab's halt einfach drauf. Also ab und zu, wie gesagt, hier und da ein Mini-Ruckler, ansonsten läuft's sehr gut, Doug. Trotz ja, hier sehr... Trotzdem hier sehr enger Bäume übrigens. Und bei mir war es so, wenn sonst der... Doug, mach doch mal Folgendes, ganz kurz noch. Doug, mach doch mal Folgendes, dann fahren wir bis zur Kohlemine durch. Weil da hatten wir ja die Probleme auf der Strecke. Gut, dann wünsche ich es mir Befehl. Ah, okay. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, Nico. Dann interessiert dich ja eigentlich so gut wie gar nicht, welche Lok du vorne dran hast. Also der Kubik hatte das bei mir, wie gesagt, so gemacht. In dem Moment, wo der im Prinzip die Rungenwagen von der Mogul abgekoppelt hatte, war alles wieder tutti. Waren die Rungenwagen an der Mogul dran, war alles katastrophal. So, wir haben das auch wirklich nur dauerhaft hinbekommen, indem wir hingegangen sind und haben letztendlich die Rungenwagen einfach mal alle weggelöscht. So, wie gesagt, die Entwickler haben sich das angeguckt, haben leider nur gesagt, wir konnten es nicht rekonstruieren, dann war es erstmal durch. Ja, es, vielleicht sind es ja wirklich die Rungenwagen, ne? Also, aber an der, hier oben an der, ich fahre jetzt gerade mit 15 Rungenwagen mit der Nina, mit der Porta, ne? Da merkst du nichts. Vielleicht ist es wirklich die Kombi. Ja. Also Class 70, gut, es sind jetzt nur in Anführungszeichen 9 Rungenwagen, aber da ist der Dark jetzt auch tagelang mit durch die Gegend gefahren. Das lief hervorragend. Ich fahr mal an dir vorbei, ne? Ja, bitte. Das sind die Tier 2 Flatbed, gell? Ja. Also da müsste ich ja jetzt auch Lägen merken. Du fährst ja jetzt zur Kohlemine durch, ne? Ich fahr jetzt gerade hoch, ja, aber hier sind fast keine Bauge. Da, wo sie dir eine Tende entgleist hat, da sag mal Bescheid, ob da irgendwas kommt. Also du kannst jetzt nicht geradeaus rausfahren, ich habe die Weiche umgelegt, ne? Schütze. Ja. Achso, da dachte man es nicht. So, von meinem Spielstand gibt es sogar eine Karte auf der Seite, wo ihr immer schaut. Habe es heute hochgeladen. Okay, cool. Ja, da, die habe ich auch. Ich lade mal den letzten Link hoch. Von meinem Spielstand, also ist nicht Schütze. Aber ich kann ihn ja mal bei dir reinschmeißen, dass die Leute sehr gerne mal sehen, sogar sehr gerne habe. Wie gesagt, ich habe meine Karten nicht hochgeladen. Und packe ich es auch noch mal rein und den Multistream-Link schmeiße ich auch noch mal hinterher. Das geht natürlich auch. So, jetzt gucke ich doch auch noch mal hier Mini-Zwerg. Schon witzig, ne? Was es alles gibt. Ach du meine Güte. Das sieht so richtig klassisch nach Waldi aus. Pures Chaos. Nö, ist kein Chaos. Dark hat auch mitgeplant. Ach, guck mal da, Oilfield. Raffinerie. Ah, Raffinerie ist noch nicht angeschlossen. Nee, alles außer Raffinerie ist dran. Boah. Okay, das sieht echt heftig aus. Ach, man kann bei dir an der Eisenerzmine einfach weiterfahren. Da kommt man dann in diese Todesspirale. Ah, genau. Guck mal. Aha. Da bin ich ja gerade lang gefahren. Mhm. Wie gesagt, oben deine S-Kurve da am Wasserfall, die finde ich absolut grandios. Ich war auch erstaunt, dass das so gut aussieht. Bug Report ist draußen.
Bin gespannt, ob mich jemand anschreibt von den. Ab 21,03 Kilometer Gleise. Ui. Wir haben fast 40, 39 glaube ich. Ich weiß es nicht, ich habe noch keine Karte hochgeladen, kein Safe Game. Also ich merke noch keine Rockler. Bist du noch unterwegs, Kubik? Kubik? Ne, der Dark. Gerade Stark. Ja, ich bin noch unterwegs. Also es scheint wirklich die Kombi zu sein, ne? Also zumindest war es, wie gesagt, bei meinem alten Safe Game definitiv. Ach, Kubik fragt gerade im... Ja, ich kümmere mich schon drum. Wir haben so eine Gruppe erstellt hier bei Discord, da fragt er gerade nach wegen Bug Report, warum. Ja. 4, 5, 6, 7. Jetzt, ich fahre diese S-Kurve mit Vollgas runter. Jetzt wollte ich gerade in den Chat da auch wieder Englisch reinschreiben. Und ich bin wieder im Englisch. So, und alles allein gebaut. Wenn Waldi will, kann ich ihm morgen einen Link von mir schicken. Ja, natürlich. Wieso morgen? Ja. Hau rein. Kannst du auch jetzt gerne schicken. Ja, sicher, oder nicht? Also wie gesagt, du kannst ja über den Multistream, kannst du direkt auch in beide Chats, kannst du das direkt reinkopieren. Du hast, wie gesagt, im Multistream, wenn du den aufmachst, hast du beide Bilder von uns, hast aber auch beide Chats. Weißt du, ah, jetzt fängt wieder leicht an zu laggen, glaube ich. Echt? Das ist bei mir. Aber ja, das war nur ein kleiner Ruckler, also es geht... Ja, die kleinen Ruckler, die habe ich auch noch ab und zu bei dir drin. Aber ja, das liegt am Protokoll, glaube ich, von dir. Ja, das sieht gerade nach den normalen Rucklern aus hier. Ich auch von aus. Ja, da hast du vollkommen recht, Marc. Das Spiel ist auch noch in der Entwicklung, aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, ja. Das ärgert halt schon immens, ne? Ja, auch wenn man, wenn die auf solche Bug Reports reagieren und dann, wenn die auf solche Bug Reports reagieren und dementsprechend auch dann die Bugfixes machen, ist ja alles gut. Genau, das ist ja auch ein gutes Gefühl, aber man muss denen natürlich auch Rückmeldung geben und sagen, du hör mal hier, da stimmt irgendwas nicht. Vor allem auch die Zeit, also man muss jetzt nicht, kann jetzt nicht sagen, ich bin ungeduldig, wann passiert das, sondern das dauert jetzt seine Zeit, ein, zwei Wochen wahrscheinlich, bis die diesen Bug dann rausprogrammiert haben. Wenn überhaupt, also wie gesagt, ja. Ich selbst bin kein Spieleprogrammierer, ich kann euch nur von grundlegenden Programmiersachen erzählen und das ist schon wirklich, wirklich aufwendig. Also was da an Zeilen und alles geschrieben werden muss und worauf man hier überall zu achten hat, das ist schon eine ganze Menge. Und wer das kann, ganz einfach Hut ab. Und wer, wie gesagt, hier ein komplettes Spiel auf die Beine kriegt und das ja wirklich so, ne? Also auch mal, wie gesagt, nicht vergessen, schaut euch an, was wir hier schon für Möglichkeiten haben, was es hier alles gibt. Schaut euch diese Landschaft an. Schaut euch an, was der Waldi da schon alles reingezimmert hat. Das sind ja alles Sachen, die leben. Ne? Das ist also schon, wie gesagt, eine harte Nummer. Deswegen, das ist schon... Also ich würde es wieder kaufen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich würde es mir wieder kaufen. Bugs, also das ist, die Bugs sind ja übersichtlich. Zumal, wie gesagt, ich kenne Spiele, die sind teilweise echt schlimmer. Also wenn ich an sowas denke, ich selbst habe es nicht gespielt, muss ich offen und ehrlich zugeben. Aber ich habe natürlich auch viele Videos zum Beispiel von, oh, jetzt habe ich es vergessen. Wie heißt es denn, was hier zuletzt rausgekommen ist? Jetzt sag nicht Bug Citizen. Nein, ist es Bug Citizen? Star Citizen. Das doch nicht. Cyberpunk. So. Habt ihr euch da mal die Videos reingezogen? Alter, fast 80% der Videos auf YouTube bestehen nur aus Bugs. Also, lustigen Bugs, ne? Aber letztendlich, wie gesagt, fast 80% der Videos. Und das Spiel war fertig. Also offiziell. Und hat sehr viel mehr gekostet. Also... Von daher, das ist schon okay. Na, jetzt habe ich wieder so alle zwei Sekunden ein paar Ruckler. Ja, die Ruckler habe ich gerade auch, aber es liegt vielleicht auch an 15 Ruhen. Mein Tender hat sich gerade abgelöst, wieder an der gleichen Stelle. Okay, vielleicht ist sie wirklich verbuggt, diese Mogul. Na, ich glaube, das ist die eine Kurve hier. Die eine Kurve, ja, okay, dann müssen wir die Kurve da überarbeiten.
halte ich jetzt auch nicht für unrealistisch. Also wenn ich da meinen lieben Kollegen Kubik zitieren darf, Waldi ist schuld. Die Kurve hat Kubik aber gebaut. Jetzt hör doch auf, Waldi. Oder an Dark hast du die gebaut. Du kannst jetzt hier, nicht auf Kubik schieben. Oder auf. Nein, Kubik hat die Strecke darüber gebaut. Und ich finde, das hat er relativ, hat er ziemlich gut hingekriegt. Also hat mir gefallen, die Strecke. Bin ich bisher nur einmal gefahren. Ich habe nur die Steinmauern gebaut. Kannst ja die Ecke gleich mal Kurve abreißen und einmal neu setzen. Jetzt bin ich schon weitergefahren. Weil ich mich interessiert, jetzt komme ich nämlich gleich ins Waldstück rein. Und dann interessiert mich, was passiert. Nix. Nix. Und noch nix. Ach, du fährst mir auch schon hinterher. Ich bin noch nicht im Waldstück. Hier habe ich noch alles schön freigerodet. Ich bin hier am Weg nach unten. Ich habe aber die Bremse leicht angezogen. Auf, ich glaube, 11%. Ja, ich bin gleich da. Ich bin schon im Waldstück unten. Jetzt gehe ich auf 11, weil mir fällt, wie gesagt, gerade auf. Ich habe ja nur 3 volle Wagen und nicht 3,5. Da geht noch ein bisschen was. So, ich habe mich schon gewundert, warum bei meinem PC die FPS schlechter geworden sind als in Transport Fever 2 oder auf Trucker SMP mit 250 Leuten in einer Stadt. Okay. Naja gut, umso mehr du zu berechnen hast, ne, umso katastrophaler wird's. Das ist halt einfach so. Und wie gesagt, manchmal blickt man auch nicht dahinter. Manchmal weiß man nicht, wo der Computer gerade berechnet oder wie viel Leistung der wovon frisst. Es kann ja auch teilweise sein, dass es, wie gesagt, einfach nicht so gut optimiert ist. Ne? Das ist halt oft vor allem bei kleineren Herstellern so, dass die natürlich nicht diese riesigen Hintergründe haben und diese riesigen Kooperationsmöglichkeiten mit irgendwelchen Riesenfirmen. Und schreiben halt immer mehr Zeilen rein, anstatt fehlerhafte Zeilen rauszulöschen in ihren Code. Das ist bei kleineren normal, aber auch bei zu großen. Also da muss man echt so ein bisschen die Balance finden. Ja, bei zu großen hat man halt manchmal das Gefühl, wie gesagt, die sind so ein bisschen dann abgehoben. Ne? Also ich habe tatsächlich jetzt auch mit den Gedanken gespielt, ob ich mir nicht mal eben Call of Duty Vengeance hole, das neue. Weil ich einfach unheimlich Bock darauf hatte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, der Trailer hat mich sehr angesprochen. Ich habe mich dann also ganze 15 bis 20 Minuten hingesetzt, habe mir also einige Videos dazu angeguckt, habe mir die Trailer angeguckt und bin zu dem Entschluss gekommen, auf keinen Fall. Also ja, bei den zu großen hast du meist das Problem, dass da 50 verschiedene Programmierer am selben Problem sitzen und das dann nachher zusammenzufügen. Ja, nicht nur das, sondern es ist auch beim neuen Call of Duty wieder so, man bekommt im Prinzip von vornherein nur ein halbfertiges Spiel, weil man jetzt schon im Prinzip auf die DLCs aufbaut. Das bedeutet aber auch, du darfst jetzt 60 Euro auf den Tisch legen für ein halbfertiges Spiel, weil den Rest bekommst du halt erst, wenn du noch ein paar Mal bezahlst. Ja. Es läuft jetzt über Blizzard. An sich finde ich Blizzard gar nicht so bescheiden, aber du hast keine Möglichkeit, es über Steam zu erwerben oder sonstiges. Du musst es über Blizzard kaufen. Du kannst aber Blizzard doch mit Steam verbinden. Ja, aber dann musst du trotzdem immer wieder diesen Battle.net-Launcher haben. Was mich einfach unheimlich nervt, ist, ne, Steam hat mal angefangen als ein Launcher für alle Spiele. Aber Steam ist von Gamern für Gamer. Steam ist einfach geil. Das interessiert sich nicht für unheimlich viele von deinen Daten, das braucht halt nur das Nötigste und es funktioniert einfach. Und es hat immer funktioniert. Und jeder ist jetzt auf die Idee gekommen, das zu kopieren. So, jetzt hast du von EA dieses Origin, was ja der größte Müll war, zumindest am Anfang, das hat ja nur Probleme gemacht. Also da konntest du ja wirklich lieber ein Spiel illegal cracken, das lief besser, als wenn du es offiziell laufen hattest. Da habe ich keine Probleme mit, ich habe das Origin tatsächlich, weil ich FIFA ab und zu mal zocke. Also ich hatte es bei Bad Company 2, da kam es ja auch das erste Mal raus für den PC, es hat nur Ärger gemacht, von A bis Z. Und ja, was die halt dann auch wieder alles an Daten wollen und an Zugriffsrechten, ne, das ist, also das ist ja schon fast eine Unverschämtheit. So, gleiche dann ja mit Ubisoft, die kam ja auf einmal mit ihrem Uplay um die Ecke. So, und jetzt hat selbst Rockstar seinen eigenen Launcher. Ja, und Microsoft nicht zu vergessen, ne? Gut, Rockstar wieder in Ehren. Ne, was die haben wollten, war ein Nickname und ein Passwort, da waren die fertig. Aber es nervt. Warum zur Hölle seid ihr nicht einfach so fair, gebt ein paar Euros an Steam ab und seid einfach glücklich? Mit einem Programm, was seit Jahrzehnten zuverlässig funktioniert. Ich meine, überleg mal, Steam kam mit Half-Life 1.
mit Counter-Strike 1.3. Ja. Und es läuft. Es läuft zuverlässig. Warum hakelt der Zug so? Ja, Nico, das ist, weil ich bei Waldi zu Besuch bin. Weil Waldi hakelt dort immer ein bisschen. Das ist, weil ich halt jetzt nicht der Host bin, sondern eben ein Klient. Also letztendlich muss Waldis Rechner permanent alles verwalten, alles am Laufen halten und alles zu jedem Zeitpunkt berechnen. Und ich denke, dass da eben diese Synchronisation noch nicht ganz so gut läuft. Ich glaube, dass es der Sync-Server von denen ist tatsächlich, weil wir laufen ja über einen Sync-Server von denen, sonst würde es nicht funktionieren. Da gehe ich auch von aus, ja, ganz klar. Und der Sync-Server, das merkst du auch, je später es wird am Abend, also so bis 22, 23 Uhr Mitternacht, ist es hakelig. Ja. Wir haben ja jetzt mal eine Nacht durchgemacht. Ja. Also 3 Uhr nachts, alles ruckelfrei, keine Probleme, nichts. Vielleicht sollten wir von Switzerland wieder auf Singapur wechseln. Ich habe dir die Weiche schon gelegt hier unten. Hervorragend, vielen Dank. Oder bist du gar nicht auf Switzerland, Waldi? Ich bin auf Frankfurt wieder. Ja, dann geh doch mal auf Switzerland, da haben wir doch schon das Problem. Wenn wir stehen, können wir das mal machen. Können wir mal versuchen, nur das letzte Mal haben wir uns nicht gefunden darüber. Über Switzerland? Bist du sicher? Ja. Ja. Ich hab ihn vorhin auch nicht gefunden. Er war jetzt vorhin in Switzerland, weil er ja bei dir letztes mitgespielt hat. Ja. Und ich habe ihn nicht gefunden. Erst wo er jetzt auf Frankfurt war, habe ich ihn gefunden. Aber ich bin aber über Switzerland drinnen. Also wir können uns auch irgendwas total Dämliches aussuchen. Mach mal wieder Singapur, wieder Kubik. Das ist mir egal, wenn es dann besser läuft. Also ich bin da gerne bereit, mal was auszutesten. Ja sicher, warum nicht? Dann also warte Origin, ich jetzt größter Müll. Hab mir 2015 Sims 4 gekauft. Durfte jede Woche es neu installiert. Der Origin gemeckert hat, Spiel ist nicht installiert. Ja, ist richtig. Also wie gesagt, dann warte ich jetzt nur, bis du hier unten bist und dann starten wir einmal neu. Ja, bin auf dem Weg. Ich eile ja schon. Ja. Kubik, wo bist du gerade? Quatsch, Kubik Dark. Bin gerade auf dem Weg rauf zu Mine. Also guckt euch das mal hier an. Hier, ich bin einmal komplett darauf gefahren mit 4 leeren Wagen, ne? Und hab da oben rumrangiert und jetzt bin ich schon wieder runtergefahren. Also. Und Holz habe ich auch nicht viel verbraucht. Gut, also die Strecke ist nicht schlecht, ne? Naja gut, ich roll halt auch immer nur runter. Ja, ich auch. Ich gebe mir oben nur einmal Schwung und dann roll ich. Genau, so und rückwärts hoch, wie gesagt, hier Regler auf 16% oder 18% und fertig, lass knacken. Ja. Dafür, also die Strecke kannst du echt wirklich, kannst du relativ angstfrei fahren, auch wenn du da immer Angst hast. Ja, mysteriös. Also ich habe inzwischen wieder leichte Schleier bei der Kranbedienung, aber... Ja, ich fahre hier gerade bei vielen Bäumen wieder vorbei. Vielleicht ist es wirklich so eine Kombi. Bäume, Mogul, Rungenwagen. Ja, Schütze, ich würde sagen, wir kaufen uns keine Mogul auf deinem Spielstand. Meinst du nicht? Aber die ist gut. Eigentlich. Vielleicht darfst du nur nicht vor Rungenwagen hängen. Vielleicht musst du die mit der Erzwagen fahren oder sonst was. Ja, wir wollten die aber vor Rungenwagen hängen. Mhm. Ja, dann ist blöd. Lass mal nicht machen. Lieber nicht. Ja, dann müssen wir uns aber eine Heißlau oder sowas holen. Ich finde das da oben, wie gesagt, deine Lok 2-3-mal zu drehen, finde ich sehr ungünstig. Ja. So, und die Heißler will ich da jetzt auch holen. Stehst du? Ich stehe nicht. Ich stehe, habe alle Wagen entladen. Du hast jetzt bei der Eisenerzmine, bei der Schmelzetaste wieder 44 Eisenerz. Ach, wunderbar. Okay. Ja, kann gar nicht alles verarbeiten, weil Scheitholz leer. Und dein Haufen ist weg. Welcher Haufen? Ja, hier, dein Haufen. Das ist bestimmt ein Anzeigefehler, aber er ist weg. Da war noch nie einer. Doch, hier unter den Gleisen war gerade eben einer. Der ist sogar gewachsen. Jetzt ist er weg. Naja, Pech. Also der wächst tatsächlich übrigens. Bei mir ums Spielstand auch. Deswegen, wir haben hier draus ja wieder ein Stumpfgleis jetzt gemacht. Ja, ich habe das letzte Mal drauf geachtet und ich habe es nicht gesehen, deshalb habe ich das Gleis noch so gelassen. Also wenn das da wirklich dann rüberkommt, dann machen wir da auch ein Stumpfgleis draus. Ja. Gut, dann ich habe auch meine Kräne angehalten, dann speichere ich jetzt. Nico Schrei, versuch doch mal Germany Hamburg. Ja, ja, Nico, wir versuchen mal Hamburg. Können wir auch versuchen. Oder du musst andere Wagen hinter die Mogul hängen, denn die Rungenwagen nimmt zum Beispiel einen Boxcar. Ja, Boxcar haben wir noch nicht. Hast du natürlich, wie gesagt, recht, aber wir hatten uns überlegt, die Mogul zu holen, um explizit damit die Balken und das Bauholz zur Eisenerzmine zu fahren. Ja, geht ihr runter? Ja, klar.
Denn zumindest auf meinem Spielstand ist ja da eine Drehscheibe drin und die Idee war halt eigentlich, die Lok dann zu drehen und einfach wieder runterzufahren. Naja, die Class 70 vom Dark Ripper ist halt zu groß. Die müssen wir immer in zwei Teilen drehen. Also einmal den Tender und dann erst einmal die Lok. Und die Mogul wäre halt das Optimum gewesen, ne? So, auf was wollen wir denn gehen? Müssen wir Germany, auch Hamburg? Österreich probieren. Germany, Hamburg? Müssen wir jetzt auch wechseln? Ich wechsle erst, wenn ich dich nicht finde, oder? Oder wechseln wir ja alle? Wo wollen wir da hingehen? Schwitzer oder? Ja, also ich bin auf Switzerland. Oder? Ja, können wir auch machen. Ich kann es ja nochmal auf Schwitzer versuchen. Und wir nehmen Austria, alle mal. Ja. Aber man kann Austria? Ja, nehmen wir Austria. Ja, komm, ich wechsle auch mal auf Austria. Wir versuchen es mal. Nehmen wir mal den Ösi-Server. So, Download. Russia? Russia war das, ne? Australien, was wollen wir denn da nehmen? NSW, QLD. Nicht Australien, Austria, Österreich. Ach so. Ja, das muss einem ja gesagt werden. Er ist hier ein Schnellchecker. Echt? Ei, 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 ei. Ich dachte, ihr wollt nach Australien mal hier was anderes sehen. Nein, irgendwas in der Nähe. Das mal kann ja nur schlecht werden. Also weit zu weit weg ist der Ping wieder scheiße. Auf keinen Fall. Da habe ich mir gedacht, Österreich, das sind wir alle ungefähr nah dran. Und nicht sogar mittendrin. Ich esse jetzt doch ein Nüsschen, ja? Alter, ist zu laut, oder? Ich habe gar nichts gehört. Ich sehe auf jeden Fall im OBS, dass mein Mikrofon ausschlägt. Und Discord aber nicht. Das heißt, die netten Zuschauer hören es, wir aber nicht. Du kannst denen ja einen vorlassen. Nicknacks. Ein Traum. Jetzt hat der Nicknacks, ich will auch welche. Und die sind so lecker. Dann bringen wir welche her. Komm schnell rüber. Einverstanden. So, wie heißt denn dein Server? Irrenhaus. Klingt plausibel. Waldi! Ne? Monster. Schon, no warten. Trains here. Bernie's Wild Bunch. Lost Vikings. Ich habe Waldi gefunden. Kaffee Gaming. Also der Server heißt wieder Waldi. Woodland. Der ist der dritte von oben. Der In dritte der von oben bei mir. Hab ich. Alpaka Railroad. Auch schön. Ich möchte ja, auch ich auch gesehen, dass manche das als Teamspeak-Name reingeschrieben haben, damit die Leute reinbekommen, ne? Ich habe ein Knistern auf den Ohren. Sehr schön. Du musst mal andere Wagen. Also ich habe bei Germany Hamburg nie Probleme gehabt. Liegt aber auch daran, dass der Hauptserver unseres Internetanbieters da auch ist, von wo wir unseren Router bis Hamburg eine durchgehende Glas. Okay. Ja, ich denke halt immer, Frankfurt ist der Hauptknotenpunkt Deutschlands. Hast du noch nicht geladen? Ich bin noch im Ladebildschirm. Na, weil ich bin zurück ins Menü geflogen. Es hat auch nicht bumm gemacht. Immer noch nicht. Ich hänge immer noch im Ladebildschirm. Oh je. Kuma, das heißt also, du hörst mich essen? Wenn ja, dann höre ich sofort auf. Entschuldigung. Jetzt haben wir es auch gehört. Jetzt hat es bumm gemacht. Aber meine Frau ist böse, die hat mir einfach welche hier hingestellt. Will sie dich etwa mästen? Ne, ich glaube nur, die wollte verhindern, dass die alle auf ist. Ach, da oben stehen die Waggons. Ich guck gerade da hoch, denke, welcher Zug steht denn da oben? So, reicht. Darf ich das überhaupt sagen, dass ich Nicknacks esse, oder muss ich das dann als Werbung kennzeichnen, wenn ich das auf YouTube hochlade? Brauchst du nicht. Achso, bei YouTube war es nicht, hier nicht. Ne? Du, ich sag auch jedes Mal, welches Bier ich trinke im Stream, oder welchen Schnaps ich trinke. Aha. Aber ich hab auch, ich weiß nicht, hab ich das wieder rausgenommen? Ich hatte eine Zeit lang mal Dauerwerbesendung oben rechts drin stehen bei mir. Echt? Ja. Und das durftest du eigentlich gar nicht, weil du gar keine Dauerwerbesendung warst?
Ja, es ist einfach, es ist so sicher, du kannst dann alles sagen, irgendwelche Produkte nennen. Ich mach ja Werbung. Kann dir dann gar nichts. Echt? Bei mir macht nur der Kaffee Werbung. Weil ich mache ja dann Werbung für meine Musik. Aha. Oder ja, für mich selber. Ja, da sieht's aus. Schreibe ich mir das auch oben in die Ecke, dann machen wir auch Werbung für uns. Ja. Irgendwie. Ja. Ja, cool. Also ich hatte halt beim DJ-Stream drin stehen, aber mir wurde auch mal gesagt, das bringt gar nichts. Ne? Naja, wenn du es auf YouTube hochladest, bringst du schon was, weil falls du mal größer wirst und irgendeine Abmahnkanzlei denkt sich, wir brauchen Kohle, hat er in welchen Videos irgendwelche Produktnamen gesagt, dann könnte, schreiben sie dich ja mit einer Überraschungserklärung wegen ungekennzeichneter Werbung. Ja. Entschuldigung. Meinst du echt? Wenn du da oben halt ganz, ja, meine ich ernst. Wenn du halt oben Dauerwerbesendung drinnen hast, dann können sie dir gar nichts. Weil du es ja gekennzeichnet hast. Mhm. Kann ich das nachträglich irgendwie machen? Ich habe ja auch schon Videos hochgeladen. Vielleicht werde ich auch mal ein ganz großer. Ah, ich muss mal kurz Nase putzen, tut mir leid. Was machen wir denn? Fahren wir die Schienen zur Kohlemine? Packt das die Nina? Nina, packst du das? Weil das wäre die Kohlemine ist ja voll mit Schienen, das bringt ja gar nichts. Nö, wir brauchen das andere, was da oben steht. Auf der Brücke. Und wir brauchen Geld. Fahre mit dem Zeug, was da oben steht. Wenn es wirklich die Mogul war, müsste ich mit der Nina ja durchkommen, ne? Mit zwei, dreimal Holz nachwerfen, riskieren was? Auf jeden Fall! Vollgas! Boah, ist das nervig. Du fährst jetzt auch gerade den letzten Erzwagen und bist den letzten Erzwagen gefahren. Wer kommt da oben ja jetzt nicht rein? Ich liefere ja nicht nach. Also morgen bist du kommen bis zum nächsten Update im Mogul in das Stillstandsmanagement und ich kaufe noch Glas 70 Loks. Macht das Stillstandsmanagement heiß? Sie werden auf ein Abstellgleis gefahren und die Weiche wird danach rausgerissen. Damit die niemand vor den Zug hängt. Ja. Oh ja, ich habe eine Idee, für was wir die Mogul kaufen. Schütze. Um die einfach auf der Drehscheibe hin zu präsentieren? Nee, auf das Abstellgleis beim Wasserfall. Ja. Ja, schöne und Sache, ne? Dann. Da würde ich vielleicht hier eine Climax hinstellen, so als eiserne Reserve. Ich bin gleich wieder da. Ja, wollen wir es versuchen mit der Nina? Easy. Zur Not haben wir ja Sand. Beziehungsweise, du hast da drüben ja die andere Porter stehen. Mhm. Könnten wir ja eigentlich beide gleich darüber fahren. Mhm. Eine hängt sich, weil die Schienen können ja dann auch da hinten wieder rein, hoffentlich. Ansonsten fahre ich mit der halt über den Berg zum Depot. Dass du die Waggons da oben dir schnappst, ankuppelst? Hast du genug Holz noch drin, oder? Ja, bestimmt. Welche Waggons oben? Oben auf der Brücke stehen die Waggons, die Mogul stehen gelassen hat, die gerade rückwärts wegrollen. Ich sehe nichts. Ja, guck mal bei mir im Stream. Da rollt gerade ein Waggon rückwärts weg. Ich glaube, ich designe mal ein Abstellgleis als Denkmalsockel. Ja, alternativ, wie gesagt, schmeißt du die Dinger halt einfach auf eine Drehscheibe, drehst die weg. Das wird sich jemand auf jeden Fall doppelt überlegen, bevor der, wie gesagt, anfängt, sich... da oben, ja, ich sehe sie. Das wird sich auf jeden Fall jemand zweimal überlegen, bevor der anfängt, eine Drehscheibe zu drehen. Garantiert sogar. Ja gut, müssen wir die da oben wieder ankotzen. Ja, Holz hast du ja noch, ansonsten hat die andere Zug ja auch noch Holz dabei. Wasserstand ist bei dir fast voll. Ich würde den Wasser tatsächlich nochmal auffüllen vorher, ne? Weil das ist, glaube ich, das, was knapp wird. Meinst du, so weit bis zur Kohlemine? Ja. Aha.
Ja, echt? So, ich fahr jetzt mit dem Mogul wieder los. Und bei mir ruckelt gar nichts dabei. Okay, ich hab's verschrien. Einen kleinen Ruckler hatte ich drinnen. Das läuft gut eigentlich. Ich wollte gerade sagen, warum sagst du denn überhaupt was? Du kannst doch nichts sagen. Wie sieht's denn bei den Kränen aus mit dem Schleier? Sollte ich fahren? Der scheint sich bei mir gerade nicht mehr zu bewegen. Der arbeitet aber. Anzeigefehler. Aber der hat keinen Schleier, also das scheint stabiler zu sein. Ostösterreich rockt halt wieder mal. Die Ösis. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, ne? Oder an dem Neustart. Vielleicht auch, weil wir jetzt zu dritt sind und nicht mehr zu vier. Ja, aber waren wir ja eben auch schon. Ne, da war doch Labrador noch dabei. Ja, der ist doch aber schon vor einer halben Stunde weg. Ja. Achso. Komm, zieh mal vor. Jo. Ich sag, das schafft die Nina alleine. Mensch, Fabi, guten Abend. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Moin, sind Fabi. Wie geht's dir? Ja, Feierabend. Ja, soweit kann man eigentlich nicht klagen, ne? Ja, endlich. Sehr schön. Verdient, würde ich sagen. Jo, passt. Also denke ich mal, müsste eigentlich passen. Steht. Ah, sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, also uns soweit auch allen ganz gut. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder? Hat einer Einwände dagegen? Nö, alles fit. Alles wunderbar. Sehr schön. Wir sind, wie gesagt, wieder mal bei Waldi zu Gast. Schauen uns hier ein bisschen um. Jetzt gerade, wie man sieht, wir laden ein paar Schienen auf. Weil wir brauchen Geld, weil, ja, Mogul haben wir jetzt rausgefunden, mögen wir nicht mehr. Nur ich als Server-Owner, die aufgleisen kann. Nee, ist vorbei. Du, inzwischen, wie gesagt, kann jeder aufgleisen, Nico. Ja. Jeder Klient kann auch aufgleisen. Also auch ich hier, wie gesagt, bei Waldi, schau mal, selbst ich kann inzwischen aufgleisen. Guck mal, daher hat sich das erledigt. Dann. Alles zu Schrott. Ein Beispiel. Ich sage, setz zurück, bis das Gleisdreieck. Er fährt vorwärts, den Zug zerlegt sich komplett. Großartiger Kollege. Das ist ja fast, als hättest du mit Waldi gespielt. Seht ihr denn meinen Kontostand? 5400. Ja, easy. Ich habe ja auch wieder Eisenerz weggebracht, 30. Ja. Ich war doch bei dir in der Firma. Was kostet die Heißer? Zu viel, warte, ich prüfe. Ich glaube 7,8, ne? 5,8. 5650. Es sei denn, du willst den Schornstein ändern, dann 5730. Mal kurz gucken, wie der andere Schornstein aussieht. Besser, aber zu vernachlässigen. Das sind nur 80 Dollar. Mist, da muss ich die auf den Berg stellen. Naja, oder du erzählst ihm halt einfach gar nicht, dass er das jetzt kann. Vielleicht guckt er ja gar nicht nach. Aber letztendlich, wenn du zwei Class 70 zur Verfügung stellst, warum zur Hölle sollte noch einer darauf bestehen, sich die Mogul zu schnappen? Jetzt mal ehrlich. Ja, macht ja eigentlich auch weniger Sinn, würde ich behaupten. Ja, einmal muss ich noch vor. Jupp. Ja, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, versuchen wir es. Du hast ja nur einen halben Zug voll. Den anderen halben kannst du ja eigentlich auch hier unten stehen lassen, oder nicht? Ich würde ne tatsächlich mitnehmen, weil ich würde dann gerne über den Berg rüber mit den restlichen Schienen, weil wir werden nicht alle reinbekommen. Und es muss auch der, wenn wir da hinten hinfahren, muss der andere Zug mit, weil da hinten ist schon voll. Was heißt, der ist schon voll? Da krieg ich aber auch nur 32 rein und wir haben jetzt 80 hier drauf. Nee, wir fahren zum Depot, das macht, bringt nichts. Ja, siehst du, 3 Class 70. Also als ob da noch einer sich großartig Gedanken macht, wie er deine Mogul vom Berg kriegt. Sorry, aber glaube ich noch nicht dran. Vor? Ja, bitte. Also, hoch. Das Problem ist, ich krieg da oben ja nur 50 Schienen rein und 47 liegen schon drinne. Ja, dann brauchen wir gar nicht hinfahren. Deshalb sollte ja eigentlich ein kompletter Balkenzug hin mit den 36 Stück, die da oben liegen. Aber dann kriege ich trotzdem auch nur 36 Schienen wieder rein, also 50 hätte ich weiter drauf. Fahr noch, mein Bester, fahr noch. Ja, ich bin gerade ein bisschen vorsichtig mit dem Regler.
Eine Klasse 70 hast du schon. Nicht schlecht, Nico, nicht schlecht. Jo, passt. Nee, dann fahren wir die Ladung zum Depot. Wir haben ja relativ schnell wieder Erz da, um das zu machen, ne? Einmal Geld verdienen. Ich glaube, da liegt sogar noch Erz. Weil du musst ja hier auch immer ein Gleichgewicht haben. Ist ja wie beim Sägewerk. Ja, da liegen noch 44 Erz und das Schaltholz fehlt. Schaltholz kriegst du hier aber relativ schnell rüber. Ja, aber musst du hier nicht trotzdem auch für ein Gleichgewicht sorgen? Weil du hast ja jetzt hier 100 von 100 Roheisen. Die müssen ja, glaube ich, erst weg, bevor du hier neue Schienen produziert. Das meine ich. Ja, also ja. Wie beim Sägewerk mit den Brettern und dem Bauholz. Dann laden wir gleich Roheisen weiter auf und machen den Zug voll, wenn wir eh zum Depot fahren. Ja, das würde ich allerdings auch sagen. Das also Roheisen, wenn es jetzt um Kohle geht, bringt auch 18 das Stück. Ja. Das ist aber Scheitholz ist auch leer. So, pass auf, dann fange ich hier jetzt auch schon mal an und gucken, ob ich hier was beladen kriege. Weil viel mehr Schienen gehen ja hier eh nicht mehr drauf, ne? Nee, das sind die letzten beiden Wagen. Nee, passt genau. Haben wir dann hier echt 100 Schienen mitgenommen? 80. Wow. Sicher? Ne, 100. Oder der hat danach produziert, weil hier sind ja auch 100. Ah, okay, da waren es 100. Oder nicht, du hast 20 pro Wagen, ne? Ne, 10. Ja, 10 pro 10. Wagen. Ja, wie viele Wagen haben wir denn Wagen voll? Dran. Ja, und wie viele haben wir voll? 10 vermutlich, ne? Hier hinten sind noch 5. Ja, 10 Wagen sind voll. Ja, dann hast du ja 100 Schienen. Nett. Gib da mal eben 1800, ne? Ich nur von sagen, den Schienen. Das wird ein schönes Sümmchen werden. Ja, vermutlich. Schmelze. Wo ist denn diese Liste da unten? Tier 2, jeder Wagen Schienen bringt 180, ja, 1800. Genau. Na gut, ist jetzt nicht so schwer zu rechnen, ne? 18 pro Schiene und 10 Stück hast du drauf. Ja. So, hier passen genau 3 drauf. Mehr schmeiße ich die auch nicht drauf, sonst sind sie nämlich weg. Ja. Und dadurch, dass wir die ja bitterböse und anstrengend herstellen müssen, haben wir natürlich auch keine Lust, hier irgendwas zu verschwenden. Und das Eisen kann ich noch nicht mal zum Eisen... Warte mal, kann ich das Eisen zum Eisenwerk runterbringen? Moment, jetzt muss ich gucken. Müsstest du eigentlich, ja? Ja, wir haben schon einmal voll gemacht. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ich war noch nie beim Eisenwerk. So weit sind wir noch nicht. 70, 0 und 24,24, aha. Also fuhrparktechnisch bin ich, wie gesagt, besser ausgestattet als Waldi. Fuhrparktechnisch, 3 Klasse 70, eine Heißler, 2 dauerhaft stillgelegte Moguls, eine verbesserte Porter. Nico, das ist aber auch schon wirklich eine ganze Menge. Damit bist du auch deutlich besser aufgestellt wie wir. Also wir haben im Endeffekt eine Porter, eine Betsy, jetzt haben wir eine verbesserte Porter, wir haben eine Eureka und eine Class 70. Gut, die Heißler, wie gesagt, ist in der Mache, aber trotzdem, da bist du besser aufgestellt wie wir. Weil die magst du vorziehen? Ja, ich habe gerade geguckt, also ich krieg was ins Eisenwerk rein. Also die restlichen 5 Wagen kriegen wir ins Eisenwerk reingeliefert. Ja, musst du dir überlegen, ob wir da, wie gesagt, hinfahren oder ob du auch da sagst, ne, die hau ich jetzt ins Depot, Hauptsache Money, weil... Ich weiß nicht, ob du es wusstest, du hast hier noch 94 Roheisen liegen. Jetzt. Also jetzt, er merkt das Gewicht, ne? Nein, ja. Der Dampfdruck ist runter. Aha, dachte ich mir. Kommt, schauen wir dem alten Mann beim Laufen zu. Dampfdruck ist weg. Hat's noch gereicht? Naja, für einen. Ja gut, danach dann die letzten beiden. Ja, geht auch, ne? Ja. Eine gute Runge. Ja. Ha? Kennt auch Runge? Ich würd sagen, Runge 20. Ich würde sagen, wenn das Geld reicht, können wir tatsächlich diesen kleinen Abstecher weitermachen. Vom Depot aus kannst du eigentlich Vollgas bis zum Eisenwerk fahren. Ja, dann mach doch. Dann das Eisen da noch abgeben, die letzten 5 Wagen. Müsste ja auf jeden Fall reichen. Obwohl, das sind ja auch nur 15 Eisen. Nee, wir schmeißen die im Depot mit raus. Mein Plan mit den 60 Wagen hat sich geändert. Ich nehme statt 2 Heißler 3 Klasse 70 als Lauf. Damit bin ich schneller. Aber Nico, du weißt schon, dass die Klasse 70 noch mehr ziehen kann wie die Heißler, ne? Also wenn du 2 Heißler haben wolltest, dann reichen 2 Klasse 70 auf jeden Fall.
Oder eine. Bewusst, ne? Ne, so viel mehr ist es nicht. Aber wie gesagt, wenn du hier einfach mal schaust, die Heißler hat eine Zugkraft von 11.270 Pfund. 240, entschuldige. Und die Class 70 hat 11.690. Also es ist zwar nicht viel, aber es ist etwas mehr. Also wo wenn du zwei Heißler geplant hattest, dann reichen dir auch zwei Class 70. Wo ist denn die Mogul aktuell? Achso. Wo ist der Dark aktuell? Ich bin da. Ich bin bei der Kohlemine. Bist angekommen? Ja. Okay, dann machen wir da keine Rungenwagen mehr hinter. Der hat sich versteckt, jetzt wo wir den Ösi-Server genommen haben. Jetzt hat er keine Lust mehr auf uns. Warum? Ziel erreicht. Nur faul, da jetzt runterzulaufen. Ja, ich überlege gerade, wo du die Mogul abstellen kannst, weil wenn du jetzt keine Rungenwagen mehr fahren kann, Holzfällerlager Sägemühle macht's keinen Sinn, das macht die Betsy. Eat my Schlüpper. Ja, wir könnten sie für die Hopper nehmen. Du könntest sie da hinten tatsächlich stehen lassen, ne? Und oder fährst zum Depot rum über die Bergstrecke. Wenn du dazu Lust hast. Ach, herrlich, Alter. Kannst ja eigentlich Vollgas fahren. Ja, aber die hatte ich die 6% und die 4% Steilstrecke nicht eingebaut. Ja und? Versuch's. Mein Gott. Zur Not musst du halt Sand anschmeißen bei der Class 70. Aber denk dran, umso mehr Loks du hast, umso mehr Probleme kannst du auch kriegen, ne? Also ich würd's versuchen. Also zwei Loks, zwei Porter hat Probleme gemacht, ne? So. Und Porter Mogul hat auch Probleme gemacht. Deine Heißler hat im Endeffekt 4 angetriebene Achsen. Deine Class 70 auch. Probier's aus. Du hast natürlich noch 2 schwere Schlepptender dabei, aber was soll's. Also ich würd's versuchen, sag ich dir ganz ehrlich. Erstmal mit 2, wenn's nicht geht, kannst du immer noch die dritte holen. Sagst du also Stopp? Dazu holen, klar. Ja, ich würde noch ein Stück. Ja, ich wollte ja noch. Sehr schön. Jo, passt. Also ich glaube, in echt wäre das ein verdammt schwerer Zug. Sage ich dir ganz ehrlich. Ja, glaube ich auch. Also so Stahl ist ja nicht mal eben, ne? Die Nina wird auch gleich ganz schön kämpfen. Ah, ist nicht schlimm. Krieg die hin. Du hast dann 2% Steigung hast du doch, ne? Ja. Du hast ja noch weniger wie ich. Aber ich glaube, das schafft sie. Ich bleib optimistisch. Ich bin aber auch ein Fan von Nina. So. Aber nicht der vom Wendler, ne? Vom Wendler? Die Nina vom Wendler. Heißt sie Nina? Heißt sie nicht Laura? Hat er nicht ein Lied Nina? Das weiß ich doch nicht. Dem seine Perle meine ich, heißt doch Laura. Frage, welche von den vielen Perlen hier hat er? Ja, jetzt die hübsche und erfolgreiche. Die hieß doch meine Laura. Du hast deine Tochter Nina. Was weiß ich denn? Ich hab dich echt. Gut, dann fahren wir rüber zum Depot, würde ich sagen. Seitdem ich das Öffentliche auslasse, ne? Und mich nicht mehr irgendwo hier so in Zeitschriften sowas informiere, hör mal, das ist so ein Traum. Warte. Ich hab so wenig unnützes Wissen aktuell. Ich schieb nochmal zurück zum Wasser. Ja, mach doch mal. Wir haben nämlich fast nur noch gut halb voll. Ach je. Ich muss auch auf die Ich habe gesehen, aufbringen. Wie einer 2 Eureka vor 60 Waggons hatte. Die haben den gezogen. Ja, die Eureka ist ja auch ein Traum. Ich würde das halt, wie gesagt, gucken, dass ich damit dann in der Ebene bleibe. Aber ansonsten ist das doch eine absolut geniale Lok, Mensch. Kann man nicht anders sagen. Und dann 2 Stück, tja, läuft. Siehst du den Wasserturm? Ja, ne? Ja. Trau dich. Trau ja, er rollt dich. Noch. Ich muss halt den Bremsweg mit diesem Waggonanzahl einberechnen. Ah. Sopp. Siehst du, da hast du Bremsweg.
Deshalb fahre ich ja so langsam, damit der Bremsweg möglichst kurz ist. Oh, jetzt habe ich einmal geduscht. Naja, kann auch nicht schaden. Ist jetzt schon wieder Weihnachten? Ich glaube ja. Muss nachhaken. Eigentlich immer einmal zu Weihnachten, einmal zum Geburtstag, ne? Zum Geburtstag auch? Ja, sicher. Das macht bei mir aber wenig Sinn. Echt? Wieso? Ich habe im Dezember Geburtstag. Wann denn? 15. Dezember. Ach hey, da müssen wir ja singen. Warst du voll? Müssen wir ja singen, Doug. So, also morgen 30 Wagen Roheisen mit einer Klasse 70 zur Weiterverarbeitung. Der Härtetest. Ja, gib alles. Ich weiß gar nicht, was Doug gerade macht. Ich tue gerade Wasser auffüllen bei der Mokul. Ah. Weißt du, wie du denn kannst, die hat ja nicht mehr viel. Ja. Schon wieder singen, selbstverständlich, Zarazani. Aber erst am 15. Dezember. Ich trage mir das mal gerade ein in den Kalender. Moment. Oh. Ich hätte mir den Mund halten sollen. Ich habe keinen Geburtstag, sowas besitze ich nicht. Ne? Nee. So ein Ärger aber auch. Boah, du nervst. Darf ich dann auch mitsingen bei meinem eigenen Geburtstagslied? Auf keinen Fall. Du musst das Ganze ertragen. Ja, moderne Folter. Wir können das natürlich auch nehmen. Selbstverständlich. So, ist eingetragen, 15. die arme Katze. Ach, kein Problem. Die, die meist bei mir bleibt, ist sowieso schwerhörig. Das geht schon. So, jetzt kann ich aber gerade mal was ausprobieren, wo ich ja jetzt gerade mal Klient bin. Ich zähle jetzt mal gerade, wie viele Wagen ich überhaupt sehe. 12. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wussten wir ja, ne? So, bis 10 geht. Und? Gehst du gerade... Okay, ne, alles gut. Ich habe gedacht, du gehst gerade die Waggons ab und zählst bis nach hinten und schaust, wie viele du zählst. Ne, so 12 sehe ich tatsächlich auch noch. Das ist Wagen Nummer 13. Das ist Wagen Nummer 14. So, das war's. 14 sieht man. Ne, weniger. Guck mal, die verschwinden jetzt immer mehr, interessanterweise. Ja, weil die Kurve. So, 10, 12 sind das. Ich glaube, es sind um die 12. Dass du dies siehst auf einer Geraden, wo es halt die längste Strecke halt ist. So, also da wie gesagt sehe ich die Lok. Ich versuch's nochmal mit 12. Huch, wer bist du denn? Oh, Waldi. Tschüss. Tschüss, Waldi. Bleib wie du bist. Bis demnächst. War schön mit dir. So, das wären jetzt 12. Gut, in der Kurve sehe ich die Lok jetzt nicht, obwohl theoretisch ist ja der Abstand jetzt sogar kürzer, ne? In der Diagonalen. Ja. Theoretisch. Na, wir warten mal. Kommt hier noch irgendwo die Möglichkeit, dass ich dich sehe? Ja, weiter oben auf jeden Fall. Ah doch, da vorne ist er. Also ich glaube, bis 12 könnte tatsächlich funktionieren. Nicht gut, aber funktioniert. Also könnten wir bei uns überlegen, ob wir nochmal einen Ticken erweitern, den Einzug. Oder deshalb habe ich ja die erstmal lassen. Deshalb hatte die Mogul jetzt auch nur 12 dran, weil da jetzt ja ein Client mitgefahren ist. Deshalb habe ich die 15er genommen. Also Nico, vollen Regler, denke ich, brauchst du nicht. Der Dark Rippers ist die Class 70. Dark Rippers, sag nochmal, Class 70, bergauf, voll beladen. Wie viel haust du den Regler rein? 50. Etwa 50 gefahren. Ich denke, das wird bei dir auch hinkommen. Wenn sie dir zu langsam ist, kannst du ja immer noch aufreißen. Und der Kollege, der den Regler immer auf 100 hat, das ist unser Sachsenzocken. Der reißt den Regler einfach immer auf 100 und gibt Gas. Der heizt auf, der kennt keine Gnade. Ja, was, wenn deine Strecken das mitmachen? Ja, sicher, aber ist halt, ne, wie gesagt, du hast dann halt sehr wenig. Ne, guck mal, ich sehe die Lok nicht, wenn ich auf dem 13. Wagen stehe, Dark. Ja, dann muss ich mal auf den 12. stellen. Es geht ja auch um den 12. Ja, ja. Muss ich auf den 12. stellen. Weiß nicht, ob das so besser ist. Dark Knight, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Und eigentlich ja vorne auf den Wagen, ne? Weil das ist ja das, was erst geladen wird. Nee, eigentlich ist ja interessant, dass du den ganzen Wagen siehst. Darum ging es uns ja. Weil wenn du, wie gesagt, das Ding am Schieben bist oder was und du siehst nicht, ob was entgleist, dann bringt dir das alles nichts. Guck mal, ich sehe nämlich die Lok nicht. Siehst du das? Ich sehe nur dich durch die Gegend schweben. Und ich stehe jetzt exakt auf dem 12. Wagen. Sonst komm mal nach vorne zu mir und guck mal nach hinten. Du eist ja 10 Wagen Schienen und danach kommt Eisen. Genau. So, guck mal, da kommt sogar noch ein Wagen. Siehst du das? Da war sogar noch ein Wagen vor dir. Da, jetzt sehe ich die Lok wieder. Ich stehe jetzt auf dem 11. Wagen. Ja, komm mal nach vorne, guck mal da hinten. Das sind 15 Wagen, Fabi. Also, geile Strecke, vielen lieben Dank. Da musst du, wie gesagt, das Lob gebe ich direkt an Waldameise weiter. Das ist seine Strecke. Ich bin gerade nur Gastfahrer sozusagen. Wie meinst du, wie kann ich Brennholz holen? Also, im Normalfall brauchst du ein sogenanntes Brennholzdepot. Das findest du auf der Taste G bei Betriebsgebäuden. Da kannst du das Brennholzlager nehmen. Das klatschst du dir dann hier irgendwo hin. So, das hat hier an der einen Seite Brennholz. Und auf der anderen Seite, vielleicht erkennst du es, da drüben, musst du Holzstämme, Scheitholz, Bretter oder Bauholz anliefern. Und dann, wie gesagt, entsteht hier neues Feuerholz. Dann wird das hier im Prinzip... verdammt, ich habe gerade nichts, wo ich es dir zeigen kann, sorry. Dann wird hier, wie gesagt, neues Feuerholz entstehen. Also nur als Info, ich fahre gerade nur mit 30% Regler, ne? Und wir fahren hier gerade mit Vollgas, mit einem vollen Zug hoch, ne? Mit 15 Wagen. Ja, sag ich dir doch. So, wie viele Wagen habt ihr da? Das sind jetzt, wie gesagt, insgesamt 15. Also von der Schmelze bis zum Warenhaus kann ich die Klasse 70 mit vollem Regler fahren. Ja, dass man das kann, das glaube ich dir sofort. Aber wie gesagt, wofür? Du verbrauchst halt im Endeffekt unnötig, sage ich jetzt mal, Wasser und Holz. Wenn du den Regler voll aufdrehst und du bist nicht unbedingt schneller, ne? So, und ich sehe im Prinzip, ja, den 12. Wagen so gerade eben. Gerade eben. So, aber ich stehe ja jetzt auch nicht auf der Lok. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Tender hier hinter hätte... Oh ne, guck mal, ich kann fast bis 13 gucken, aber in der Kurve. Da, jetzt ist der 13. schon wieder weg. So, jetzt, ich würde mich aber wirklich interessieren, wie es auf dem Geraden komplett Schütze, ist. Willst du mal kurz vorlaufen zur Weiche? Ja, sicher. Easy. Na? So. Und wie soll ich jetzt fahren und wohin? Bin jetzt, aber du könntest theoretisch die Bergstrecke nehmen und zum Depot fahren. Das ist, glaube ich, der kürzeste Weg, dass wir das Ding dann... Da kriegt es ja dann eh irgendwann neue Wagen. So, Dark Knight, hat dir das geholfen mit dem Brennholzlager? Oder soll ich dir... Wenn ich gleich eins finde, kann ich es dir auch nochmal in Ruhe zeigen. Das Schöne ist, alle Gebäude, die du neu baust, die haben erstmal im Prinzip... die sind erstmal voll. Das heißt also, in dem Moment, wo du es irgendwo hingesetzt hast, hast du auch schon neues Brennholz. Das schnappst du dir ganz simpel einfach wieder mit der linken Maustaste. Und dann schmeißt du das einfach im Prinzip da auf die Betsy, wo das Holz gelagert wird. Wenn du das da mit der rechten Maustaste wieder hinschmeißt, dann stapelt sich das da wieder. Kannst kommen, weil die ist umgelegt. Jo. Er hatte gerade so ein bisschen Anfahrprobleme. Ich bin zwar nicht ganz stehen geblieben, aber er hat es nicht wirklich geschafft, wieder Zucht drauf zu kriegen. Ich musste Sand mit einschalten. Ja, super. Freut mich, siehst du? Hat das doch geklappt. Ja, Dark Knight, vielen lieben Dank. Ich vermisse schon wieder meine Geräusche. Es kann doch nicht wahr sein. Mann, ey. Ja, bei mir läuft das über das sogenannte Tippy-Stream. Und irgendwie scheinen die da aktuell gar keinen Bock auf mich zu haben, meine Geräusche abzuspielen. So. Schade drum, ich hätte mich gefreut. Meine Katze macht nämlich lustige Geräusche, wenn die ins Bild kommt. Also finde ich. Ja, das findest du wieder lustig, ne? Weil die alte Männer mit deiner Lokomotive verfolgen. So, müssen wir hier nach links oder nach rechts? Ich vermute mal rechts. Nach links. Rechts? Rechts. Okay. Wir müssen am Sägewerk vorbei. Die Strecke geradeaus geht nur zum Holzfällerlager hoch. Dann springe ich erstmal wieder auf, ne? Du kannst auch weiter vorlaufen. Da kommen gleich die nächsten Weichen. Nö, ich lass mich ein bisschen mitnehmen. Quatsch. So, funktioniert doch ganz gut. Dark Ripper, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich übrigens auch wieder Geräusche. Mal schauen. Ja, Katastrophe, oder? Muss man hier alles immer manuell starten.
So. Dann gibt's jetzt gleich eine neue Lok. Ja, da will ich aber wohl einen drauf meinen, oder nicht? Also Dark, wenn ich hier vorne drauf stehe, auf der Lok, also gehen wir mal davon aus, du würdest hier stehen, weil du hast ja einen Schlepptender dran. Schau's dir an, ich sehe so gerade eben den 11. Wagen. Da hinten ist gerade eben der 11. Wagen zu sehen. Ja, sonst sind wir mit unseren Neuen eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen. Ich glaube auch, oder? Wir haben einen kleinen Sicherheitspuffer drin. Und letztendlich, das Fahren macht ja Spaß. Dann fahren wir halt einmal mehr wie einmal zu wenig. Wenn wir irgendwie unbedingt mal Lust haben auf Riesenzüge, dann können wir die ja auch zusammenschmeißen. Genug Wagen dürften ja inzwischen auch da sein. Ja, ich finde die 12 eigentlich eine gute Größe, aber... So. Ist halt Risiko mit drin, ne? Ich habe auch Probleme mit Geräuschen. Mein Headset muss ich bei Discord nach jedem Muten neu auswählen. Das sonst... Ja, ich weiß wie gesagt auch nicht. Nee, mein Headset macht aktuell genau das gleiche, Nico. So, Waldi, hier wie gesagt... Vorbei. Okay, das heißt, hier vorne muss ich nach links drehen, ja? Genau, und danach kommt noch mal eine, da weiß ich nicht, wie die steht. So, die hier ist jetzt, ne? Ja, dann nicht. Nee, gegangen. Hast du noch nicht. So, jetzt. Passt. So, hier kommt noch eine und die möchtest du auch nach links, ne? Genau. So, dann passt das. Wunderbar, dann gib Gas. So, die Betsy steht auch gut. Du kannst hier also voll durchfahren. Nochmal Feuerholz mitnehmen, wenn du Lust hast. Ach, ich bring dir einfach was mit. Also Nico, ich glaube, wie gesagt, das liegt tatsächlich ein bisschen mehr an Discord, weil die Probleme habe ich auch erst seit neuestem. Die hatte ich also vorher nicht. Nee, ich habe das... Lass mich gerade drauf gucken. Steht's hier drauf? G900 irgendwas. Ich weiß jetzt gerade nicht welches. Aber tatsächlich, wie gesagt, auch ein Logitech. Und in letzter Zeit halt auch, wenn ich das Mikrofon hochklappe zum Muten, dann weiß ich nicht warum, aber dann will er es auf Teufel komm raus nicht mehr akzeptieren. Und da muss ich tatsächlich immer hingehen und muss mein Bluetooth-Stick, den muss ich komplett rausziehen. Können wir auch nochmal Holz holen. Ja. So, zack. Hä? Hat das nicht genommen? Ich hab's doch aufgesammelt. Nee. Ah. Ja, er trifft wieder nicht. Hitbox beim Fahren ist bei der Porta noch nicht gut, so musst du wirklich stehen bleiben. Kannst du zur Weiche vor? Ja, die ist natürlich auch ausgerechnet falsch. Ja, die, weil die Betsy ja vorhin gefahren ist. Ja. Wie war das, Waldi, mit? Oh, Weichen, Nervenvollschütze. Da können sie... Ja, aber hier müssen sie ja sein. Voll keine Lust. Ja. So, hier passt. Und wo willst du hier hin? Vermutlich nach links, ne? Oder? Oder geradeaus? Links. Wir müssen jetzt ganz immer auf links bleiben. Oh, wei. Hä? Oh, falsche. Na, komm. So. Jo, so, dann fahren wir hier links rum unter der Brücke her, ja? Das ist richtig? Ja, ist richtig. Sehr schön. Bei mir ist es seit dem neuesten G-Hub-Update. Vielleicht liegt es auch tatsächlich daran. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, ich krieg's auch nicht hin. Ich habe erst gedacht, ich hätte wieder auf irgendeinen Knopf gedrückt. Also das hat ja so viele teilweise wirklich unnötige Knöpfe. Wofür habe ich einen Mute-Knopf, wenn ich auch einfach das Mikrofon hochklappen kann? Verstehe ich ja nicht. Den habe ich bei mir auch dran. Ja, aber wie gesagt, bei dem Logitech total unnötig, weil du kannst einfach das Mikrofon hochklappen. Ja, bei mir nicht anders. Ja... Also verstehe ich nicht ganz, aber okay. Oder warum habe ich einen Knopf, an dem ich die Beleuchtung ausschalten kann? Als ob ich das sehen würde, wenn das Ding auf meinem Kopf sitzt. Ja, das mache ich im Programm. Oder habe ich im Programm gemacht, ja. Weil das sieht nur Akku. Ja, ich habe es am Laufen. Bei mir leuchtet es. Bei mir pulsiert es synchron mit meiner Maus. Und das ist auch gut so. So, hier ist auch nach links gestellt. Jo, ist richtig. Und danach kommt dann nochmal einer, die müssen wir auch noch reden. Mein Gott. Kasi, schönen guten Abend. Schön, dass du zu uns gefunden hast. So, hier auch nach links. Das ist richtig? Jo. Ich glaube, die Strecke bin ich noch nie gefahren. Ja, dann probieren wir das jetzt aus. Ich springe wieder vorne drauf und... Weil das ist hier der Anfang unserer Autobahn. Oh, deine Autobahn. Aha, okay. Mit dem Zug. Ja. Ja, gut. Also eine Autozugbahn. Also eigentlich eine Bahnbahn, ja? Unserer Schnellstrecke. Also deiner Bahnbahn. Ja.
deine sogenannte Schnellbahn oder S-Bahn. Ja. Mit S-Bahn. Mit S-Kurven, extra für S-Bahn. Gassi, wie geht's dir? Da vorne kommt noch mal eine Weiche, ich weiß nicht, die liegt wahrscheinlich falsch. Tolle Bahnbahn, ehrlich. Mein Gott. Das ist ja nicht die Autobahn. Die Autobahn wäre rechts gewesen. Wir fallen ja zum Depot. Passt, kann's. Sehr schön. So. Und beim Depot hat sich nichts verändert, da weißt du noch, wie die Weichen liegen müssen. Fossi, dem geht es gut. Ja, Fossi, dann auch dir. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Dem geht es gut. Na ja, gut. Wenn du das sagst. Ja, Mensch, Fossi, vielen lieben Dank. Willkommen an Bord, sozusagen. Und da sind auch meine Geräusche wieder. Ich hoffe, Dark Knight hat auch zugehört. Das waren auf jeden Fall die Geräusche, die ich dir eigentlich auch zeigen wollte. Ja, sicher dafür. Wofür denn sonst? Und warum denn nicht? Gott gesehen, bei mir war der Multistream hängen geblieben, aber er läuft wieder. Echt? Ich glaube, ich werde ihn jetzt mal ausmachen, weil ich sehe dich nur relativ ruckelnd und dadurch, dass ich jetzt bei dir auf der Lok stehe, was soll ich noch im Multistream gucken? Aber ich hau euch den trotzdem nochmal in den Chat rein, wo jetzt noch ein paar neue Leute da sind. So, Support ist kein Mord. Ja, da sagst du was, aber trotzdem freue ich mich darüber. So, wie gesagt, das haben wir euch vorbereitet. Wenn ihr also auch daran Freude habt, wie gesagt, einfach mal in den Multistream schauen. So, wir stehen übrigens hier nach links, ne? Ist das richtig wieder? Ja, ist richtig. Ja, okay. Dann rechts geht's nämlich zum Eisenwerk. Ach du meine Güte. So, wie gesagt, wir haben einen kleinen Multistream vorbereitet. Wer da Lust drauf hat, kann gerne reinschauen. Da könnt ihr, wie gesagt, Waldi und mich parallel sehen. Ihr könnt aber auch in beiden Chats Unfug betreiben. Gar kein Problem. Achtet bitte ein bisschen auf die Umgangsform. Stopp, ich muss mal die Bremse reinhauen, wir müssen nach rechts. Okay. Dann hau ich schneller rein. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Verzögerung drin, wie du ja auch schon gemerkt hast. Hat aber geklappt, kannst. So, dann hier rechts. Hier dann auch nach rechts. Wir sind ja da schon am Depot. Ja, hier auch nach rechts oder möchtest du links bleiben? Oder ist dir egal? Ist mir egal, welche wir nehmen. Hauptsache, wir können abladen. Dann würde ich auf links bleiben. Ich weiß ja nicht, wo man da hinten wieder rauskommt. Das ist halt mein Problem. Ich kenne deine Streckenführung nicht. Da geht das Gleis weiter zum Eisenwerk. Beide Seiten? Ja, die führen hinten wieder zusammen und machen dann eine Kurve rum zum Eisenwerk. Ja, dann lassen wir, wie gesagt, das. Gerne, Fossi, kein Problem. So, ich habe erstmal bei der Bewertung 2 Sterne gegeben und geschrieben, dass die erstmal, bevor sie die Updates veröffentlichen, die besser testen sollen, sodass solche Bugs gar nicht mehr vorkommen. Vorher die Gaming-Software von Logitech gab, kein Problem. Mit G-Hub nur noch Probleme. Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich bin mit dem G-Hub auch nicht ganz zufrieden. Also es funktioniert soweit, es läuft auch an sich, aber ich habe auch das Gefühl, dass die also, wie gesagt, weniger Schnickschnack reinbringen sollten und sich mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Aber, naja, gut. So, habe ich gern gemacht. Super Fossi, vielen lieben Dank. Wie gesagt, da denke ich auch direkt vielen lieben Dank an Dark Rippers. Mal wieder. Und, wie gesagt, viel Spaß euch. So, dann, ich könnte deinem Unternehmen beitreten, ne? Wenn du willst, kannst du dann einfach vorsichtig vorbeirollen. Dann gucke ich mal, wie viel ich abgeladen kriege. Ja, ich bin gerade aus Versehen in F reingetappt. Mhm. Ist immer schön, wenn man so aus Versehen aus V drücken will und auf F kommt. Ja, da sagst du was. Ja, reicht nicht. Komm, nicht so zimperlich. Ja, ich versuche jetzt gerade nicht zu schnell zu werden, irgendwo so eine Reglerstellung zu finden. Hast du die Bremse lose? Ja. 10%. Weißt du, die Leute beschweren sich über die Deutsche Bahn. Mal ganz ehrlich, ich stehe hier schon, wie gesagt. Ich stehe hier schon am Bahnsteig und muss hier immer noch warten. Wir fahren nur in F. Oh, interessant. Wir eigentlich fast nur ohne. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn du ja aus der F an sich rausgehst, schmeißt er dir ja immer sofort die Bremse rein. Und zumindest ich empfinde das ganz oft als sehr störend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Obwohl es natürlich auch riesige Vorteile hat. Also ich benutze es sehr gerne, wenn ich an den Wasserturm ranfahre. Na, ja, und dann schon, aber für so Rangierarbeiten, wenn du nah an der Lok bist. Genau, guck mal, ob das klappt, ob du das Geld kriegst. Also ich krieg zumindest nix.
Sollte eigentlich funktionieren. Du stehst auch als Arbeitgeber drin. Ja, ich krieg Geld. Hervorragend. Geschwindigkeit passt ja so, ne? Ja, er will, wie gesagt, hier teilweise nicht so richtig, aber passt, ja. So, ONF reingetappt, das muss sich Zunge zergehen lassen. Ja, ich mag dieses F-Menü nicht so wirklich. Keine Logitech, sondern eine Corsair-Tastatur. Ach krass, okay. Ne, ich habe tatsächlich die Logitech, die 910 habe ich. Ich muss allerdings gestehen, war ein Weihnachtsgeschenk von den Schwiegereltern und ich möchte sie nicht mehr missen. Also die ganzen Makros und sowas benutze ich zwar nicht. Also sie hat auch hier mehr Funktionen, als ich eigentlich brauche. Aber ich finde sie halt echt angenehm. Also ich finde sie optisch sehr schön und ich muss auch sagen, sie lässt sich einfach, es lässt sich echt gut damit mit spielen, tippen. Also es ist einfach eine sehr, sehr schöne Tastatur, finde ich. Ja, so. Meine Logitech liegt irgendwo im Regal. Und ich habe es so eingestellt, ich habe sie wie gesagt in grün. Also bei mir ist das ganze Setup in grün leuchtend. Und wenn ich auf irgendwelchen Tasten rumdrücke, dann werden sie rot. Finde ich auch ein absolut geniales Feature. Total unnötig, braucht kein Mensch. Ich finde es absolut großartig. Das sind so diese kleinen Freuden dann im Leben, ne? So, mein Bester, deine Schienen sind weg. Also fünf sind jetzt noch am Abladen. Hat gut funktioniert. Ich konnte jeden Wagen abladen. Ich komme dann jetzt wieder nach vorne zu dir und mach dir wieder den Laufbursch. Mach das Eisen auch weg. Hä? Ich denke, willst du zum Ding ins Werk bringen? Gut, fahren wir durch, dann können wir uns die Strecke angucken. Zurück kommen wir eh nicht mehr, ich will nicht allzu lange machen heute. Na, siehste. Also ich komme ohne F noch nicht klar, da fehlt es noch an Übung. Ja, kommt aber. Alternativ, wie gesagt, einfach halt mal ein bisschen rumspielen. So, hier steht auf geradeaus, wo möchtest du hier hin? Rechts um die Kurve. Gut, dann erst einmal von deinem Gleis runterkommen, ohne Gefahr. Und dann einmal hier rechts um die Kurve. Wieder aus Versehen in F reingetappt. So, und dann geht's hier auf die Rennstrecke, wa? Ja, fast. Also das geht jetzt darüber wieder auf die zweispurige. Ja, müssen wir da vorne nochmal irgendwas umlegen? Bei der zweispurigen, ja, aber das ist ein ganzes Stück. Na gut, dann warte ich und lass mich erstmal, ich stelle mich erstmal wieder da vorne drauf. Genieß die Aussicht. Ne, woran erkennt man den freundlichen Lokomotivführer? An den Fliegen auf den Zähnen. So, auf geht's. Siehst du hier, der alte Mann, der genießt die Aussicht. Weil der andere alte Mann hinten in der Lok steht, ne? Ja, ist doch nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich finde uns eigentlich schick gekleidet. So, ich habe 6 zusätzliche Makro-Tasten, mit denen ich auch die Elgato Stream Deck Software benutzen kann. Aha, okay. Und so wie beim Stream Deck Effekt reinspielen könnte. Ach, krass. Ja gut, Stream Deck habe ich über ein altes Handy geregelt, ne? Aha, ja, ich hab sowas gar nicht. wenn ich DJ mache, da will ich keine Tastatur oder sonst was haben von dem Streaming-Rechner, da mache ich alles über Stream Deck. Abgefahren. Ich da merk schon, ich bin wirklich noch Anfänger. Da gibt's diese, ich suche ja Streamlabs, ne? Ja, hab ich auch. Und Streamlabs Prime. Ja. Und da kannst du dann dein Handy mit verbinden. Oh, das ist aber eng geworden hier mit den Bäumen. Ja. Und darüber kann ich dann halt die Szenen umschalten. Aha. Könnte auch Tippifier machen, das habe ich aber bisher noch nicht eingerichtet. Aha. Der Druck geht flöten, ich habe gerade nachgelegt. Müsste gleich wiederkommen. Ach, Waldi. Was gibt's denn da zu lachen? Mahlzeit ist doch ein Spitzenwort. Mahlzeit geht immer. Na komm, kleine Nina. Ja, gut, ich sehe eigentlich sowieso nur leere Wagen. Ne, da hinten ist irgendwo einer mit Stahl, glaube ich. Mal gucken, wie gesagt, ob ich den in der Geraden auch noch sehe. Auf der Geraden, ne? Ja. Kann ich nicht noch einen raustappen? Doch, guck da, einer geht noch. Sehr schön. Ja, ich mache einen Regler zu. Oh wei. Wir müssen auf Druck warten. Zu spät nachgelegt. Das ist das Problem. Bei der Mogul ging das einfacher. Da konntest du noch relativ spät nachlegen. Echt? Ja, die hat doch relativ mehr Kapazität als der 75. Ja, die hatte wahrscheinlich auch mehr Wasser, also dass es nicht so schnell abgekühlt ist. Ja. Na komm, wir gehen die Strecke schon mal zu. Mein Gott, hab ich hier. Also, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja wie bei der Deutschen Bahn. Und wenn du denkst, der Zug fährt mal los, dann musst du doch zu Fuß rennen. Renn doch mal!
Nee, 2,5 Kilo für eine Tastatur. Wow, Nico, das ist wirklich mal eine Ansage. Das finde ich. 2,5 Kilo, Alter. Habe ich mir gerade auch gedacht. Das ist wirklich eine Tastatur. Sind die Tasten aus Blei gegossen? Ist die aus den vor den 1900ern oder was? So, Schreibmaschinentastatur. Das sind auch echte Gusstasten, hör mal. Da kannst du noch mit Omas. Ja? Die hat es sich zusammengebaut aus der alten Schreibmaschine, glaube ich. Ja, ich denke auch. Oder auch im Schrottplatz. Ach komm, darauf ein Nüsschen, oder? Kuma schreibt, das muss ein Brett sein mit eingravierten Tasten. Auch nicht schlecht. Oder wie gesagt, so richtige Gusstasten. Hier, wie Omas Gusspfanne damals noch. Im Hofe geht es auch als Selbstverteidigungswaffe durch. Ja, glaube ich dir sofort. Glaube ich dir sofort, Fossi. Die Tastatur, die macht bestimmt noch Klick, Klick, Zing. Wenn ihr dann dort um die Kurve wieder seid, auf die Hauptspur, könnt ihr die dann wieder so legen, dass ich da wieder reinfahren kann? Auf keinen Fall. Beim Eisenwerk oder wie? Nee, Eisenwerk ist für euch schon alles gestellt, dass ihr da reinfahren könnt. Ich meine beim Depot, wo ihr jetzt dann gleich rausfahrt. Ach so, dass du von der linken Spur rauskommt. Und der rechte Spur aus deiner Seite. Ja. Du bist ja auf der rechten Spur. Ich bin auf der rechten Spur, ja. Nee, die Tastatur ist bis auf die Tasten aus Metall und hat Cherry MX Silver Switches. Hat 250 Flocken gekostet. Boah. Boah. Also pro 100 Gramm 10 Euro, ja? Oh Mann, okay. Also gut, diese Cherry MX Silver Switches oder Cherry allgemein ist ja tatsächlich dafür bekannt, dass die ziemlich geniale mechanische Übertragungen haben. Mechanische Tastaturen sind die besten eigentlich, aber sie kosten halt auch entsprechend. Ja, das Problem ist halt auch, also auch bei meiner, ich weiß gar nicht, ob die als mechanisch zählt, ich vermute es fast. Problem ist natürlich, wenn du in Wallung kommst, ne, du fängst an zu tippen. Das hören natürlich auch die Leute eine Etage unter dir. Wir hören das natürlich auch, dass du dann am Tippen bist. Du hast unseren Abzweig hier noch nicht gelegt, ne? Gar nichts gemacht, ich stehe hier vorne drauf. Ne, ich meine Dark. So weit bin ich noch nicht. Okay, dann gehe ich mal runter vom Gas. Huch, was liegt denn hier an? Boah, das sieht ja auch geil aus. Alter! Hier ist ja ein Doppelwechsel. Worden, ne? Ja. Das sieht ja edel aus. Gemacht? Hast du den gemacht? Na klar doch. Ach Quatsch. Alle Doppelwechsel, ja klar. Was kostet sowas? Ich hätte gern auch einen. Kann ich ihn bei dir bestellen? Ja, kannst. Es liegt schon richtig. Auf die rechte Spur wollen wir dann gleich rüber. Wir können hier nur auf die. Du musst ja dann okay. Komplett rangieren. Verdammt. Ja, toll in gekriegt. So, nu, komm, ja, Gas. Weil wir gesagt haben, wir fahren nur aus der anderen Richtung hier ins Depot rein. Ich habe ihn gesagt, bist du dir sicher, dass du das so willst? Haben wir danach noch mal einen Wechsel? Muss mal auf die Karte gucken. Beim Ölwechsel, beim Öl glaube ich, könnte man noch mal rüber. Ich glaube danach. Ja, wir können hinten vom Ölfeld rüber gehen. Alles gut, wir gehen vom Ölfeld rüber. So, soll ich die dann hier jetzt umlegen für den Dark oder nicht? Der muss ja in die Richtung. Ich muss ja genauso. Er will ja zum Depot. Ja, dann lasse ich das doch so. So, auf, kleine Waldameise. Lass knacken. Ja, Gas ist an. Mehr. 30 reicht. Kommt jetzt. Hat zwei USB-Kabel als Anschluss. Boah, weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, ich habe auch zwei, du. Oder? Echt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich prüfe. Ich glaube schon. Oder? Warte, das eine müsste hinter der raus sein? Ne, ich glaube, die Tastatur hat einen Dickes. Ich gehe wieder von der Geschwindigkeit runter. Wenn hinter der Kurve kommt die Doppelweiche. Muss ja schon wieder loslaufen. Wir wollen aufs rechte Gleis rüber. Auf das rechte, ja, das kriegen wir doch hin. Und dann auf dem Doppelgleis weiter.
Sprich geradeaus. Oha, hier die zwei Hebel sind aber hart. Geh nicht anders, weil sonst hast du da mitten auf, in der Stube. Du musst die, den vorderen wieder in die andere. Ne, Moment, ist was, richtig, was, ja, pass. Aha. Ja, sorry. Ah, guck mal da, Gegenverkehr. Ja, deshalb müssen wir ja von der linken Spur runter. Und die Weiche könntest du ihm dann gleich stellen hinter uns. Quatsch, wir hätten den doch einfach rammen können. Locker, wir hätten gewonnen. Was soll denn das hier? Im Gegenverkehr. Hallo! Hallo, Herr Lokomotivführer. Hallo! Yay, eine Mogul. Yippie! Yay! Ich nehme euch jetzt einfach und schiebe euch woanders hin. Ja, nicht abwegig. Ich glaube fast, das würdest du schaffen. Pock, warte, ich komm mit. Ja, wir können. Ich bin soweit. Ja, ich muss gerade hier. Ah, nee, die passt, okay. Achso, ich dachte, der Dark wollte dich hier einfach jetzt mal ein bisschen wegschieben. Ein bisschen so beiseite, du Schelm. Ah, so, kannst. Wunderbar. Huch, wieso ist denn hier so ein Knick drin? Den bestelle ich aber nicht mit, ne? Also hier diese Sonderausführung will ich nicht. Ja, da hat irgendjemand hat den Bahn da ein bisschen tiefer gelegt. Sehr schön. Und weg ist sie. Schönes Ding. So. Nein, mein Zug. Ich verliere sehr oft Wagen. Obwohl richtig angekuppelt ist, kannst du später, falls Zeit mal zeigen, wie du ankuppelst. Klar, kriegen wir hin. Es kann aber. Tschüss, Waldi. Tschüss. Auf Wiedersehen. Da siehst du gleich die Kreuzung. Das ist die Strecke, die vom von der Kohlemine rüberkommt. Hier die? Ja. Aha, schick. Kann ich dir natürlich, wie gesagt, sagen, Dark Knight. Oft ist es aber auch so, dass wenn deine Kurven zum Beispiel zu steil sind oder du zu starke Knicke drin hast, nach oben, nach unten, dass sich die Wagen ganz gerne mal abkuppeln. Was auch noch sein kann, ist natürlich, du hast zu viele. Das passiert auch schon mal. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich dir das natürlich zeigen. Im Endeffekt guckst du halt, dass du in einen von den Kupplungen eine Lasche einlegst, ne, nur in eine. Fixierst das mit dem Bolzen und wenn der andere, wie gesagt, nah genug dran steht, dann packst du das auch. Ich glaube, so. Die Kurve Eisenwerk war relativ scharf, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Das passt aber, oder müssen wir da vorne wieder umlegen? Oh, nee, das passt alles. No, das habe ich schon alles umgelegt für euch. Ja. Ich gehe wieder nach vorne. Ich will da nur nicht mit Vollgas durchfahren. Hier ist wenigstens schön warm. Ich friere ja immer so. Aber hier ist okay. Huch, du hast ja noch die Luke auf. Mensch, Waldi, wie fährst du denn hier rum? Mach doch den Hosenstall zu. Ach so, den soll ich zumachen? Ja. Warte. So, die Betsy. Also wie gesagt, ich würde da als erstes mal schauen, vielleicht ob deine Kurven nicht zu eng sind. Ich kann dir das hier mal ganz gut zeigen. Der Waldi baut nämlich auch gerne enge Kurven. Aber du das siehst hier, wie gesagt, auch, dass die Wagen sich in den Kurven zusammenschieben. So, und je nachdem, wie eng deine Kurve ist, kann das sein, dass die hier aneinander drücken. Und dann heben die sich auch schon mal gegenseitig an. Also jetzt geht das ja noch, jetzt siehst du aber hier auch, die Kupplung ist auseinander. Also wenn die jetzt noch zusammengeschoben wäre, zum Beispiel im Schubbetrieb, ja, geht trotzdem, wäre das noch knapper. Ja, es mag sein, dass es hier gerade eben noch geht, aber wie gesagt, es kann ja sein, wenn die Kurve zu eng ist. Und wenn die sich dann verkeilen, dann kuppeln die sich halt auch wieder gegenseitig ab. Was auch gerne passiert ist, wenn du schiebst, also eine Steigung hochschiebst, dass du oder bremst an der, wo du hast den Lok vorne, dass sich die Waggons aufschieben und dann hochdrücken auf einer Seite, weil eine gleite Kurve drin ist. Ja. Also in den meisten Fällen tatsächlich, so leid es mir tut, als erstes die Gleise kontrollieren. Das hilft sehr oft. So, müssen wir hier links rum, Waldi? Es ist eine Kehrschleife, ich weiß jetzt gerade nicht, wie rum wir müssen. Links. Mann, die von so links. Mhm. Oh ja, tatsächlich, hier liegt aber auch schon einiges, ne? Ja, aber das müssen wir noch eingehen. Du warst ja schon richtig unterwegs. Ja, 70 Roheisen liegen hier. Wow. Ja, ich glaube 100 gehen rein, ne? Ja. Laut meiner Liste. Boah, ist das eine Riesenfabrik hier. Hammer. Nicht schlecht. Aber Zeit, dass wir auch mal wieder erweitern, Mensch.
Ich habe da eine Ladung, glaube ich, zwei Ladungen haben wir, glaube ich, hingefahren. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Schau nach den Wagen, ob du auch die Bremsen alle los hast. Denn wie gesagt, auch wenn die Bremsen komplett angezogen sind, das mögen sie nicht. Vor allem halt, wenn du anfängst, wie gesagt, rumzuschieben oder sowas. Beim Ziehen oder beim Bergabfahren, da geht das schon mal, wenn man die ein oder andere Bremse ein paar Prozent anmacht. Aber im Normalfall, wie gesagt, mögen sie es nicht unbedingt. Du wolltest heute also, zur Kohlemine. Nee, heute wollte ich da nicht hin, Zarezan. Ich wollte irgendwann die Tage dahin. Wenn ich hier die 5% Strecke runterfahre, wir sind jetzt einmal jetzt gefahren mit 24 Waggons, weil wir einfach nur über den Berg wollten. Mhm. Und hier die erste Kohle abzugeben, da haben wir hinten mit 6, 7, 8 Waggonbremsen gearbeitet. Weil du konntest das mit der Lok nicht bremsen. Hm. Du konntest die Lok auf 100 packen, die Waggons haben gedrückt wie sonst was und dann ist es dir irgendwann aus der Kurve rausgedrückt. Boah, heftig. Weil du konntest, die Lok hat echt keine Geschwindigkeitseinbußen gehabt dadurch. Wow. In einem Stream, siehst du Nico, deswegen wird das bestimmt auch noch die Tage dauern. Also für morgen übrigens, wie gesagt, wer da Lust und Laune dran hat, wir werden wohl morgen, wie gesagt, bei Satisfactory mal einen neuen Spielstand anfangen. Es gab jetzt jede Menge Updates, auch bei Satisfactory. Es juckt ein bisschen in den Fingern. Ich werde das, wie gesagt, mit meinem lieben Kumpel Lippi starten. Ich weiß nicht, Dark Rippers, ob du da Spaß und Lust drauf hast, ob du das Spiel hast oder Waldi, wie es bei dir aussieht. Ja, natürlich habe ich das Spiel. Ja, ja, Lust hätte ich schon, aber ich bin gerade an dieses Spiel irgendwie so. Ich auch, aber wie gesagt, der Lippi hat diese Woche etwas mehr Zeit. Im realen Leben kann er etwas mehr Zeit freischaufeln wie sonst. Das würde ich ganz gern nutzen. Wie gesagt, wird das natürlich auch gerne mit euch teilen. Nur morgen ist Mittwoch, ne? Genau, von daher seid ihr herzlich eingeladen. Ich muss, wie gesagt, noch gucken. Wir müssen morgen organisatorisch ein bisschen was machen am Abend. Vielleicht machen wir da dann einfach eine Pause rein oder machen abends noch weiter. Ich schau mal, wie ich das alles hinkriege. So, am Mittwoch bin ich raus. Dein Zug ist übrigens abgeladen. Sehr gut, Mensch. Und so, jetzt ab zurück zum Depot und Zug kaufen, ne? Ja, würde ich auch mal sagen, oder? So, also wie gesagt, wir werden schauen, dass wir da was Neues anfangen. Ja, natürlich in gewohnter Manier, ne, haben wir unsere Ticks, haben wir unsere Vorstellungen von gewissen Bauten und werden das natürlich auch bei Satisfactory umsetzen und durchziehen. Ach Gott, das kann auch nichts werden. Ach, das wird grandios. Vor allem mit dem Lippi. Was meinst du, wie schön ich mit dem immer am Diskutieren bin? Dann bist du ja nur am Aufräumen. Nee, tatsächlich, wir kriegen das inzwischen ganz gut hin, dass das von Anfang an schick wird. Aber es ist immer lustig, der Lippi, der versucht auch teilweise sehr, sehr, sehr stark kompakt zu bauen. Und ja, ich sag ihm dann immer, sieht kacke aus, ist gequetscht. Und dann fängt's an. Dann wird's witzig. Du kannst bei Satisfactory nie zu groß bauen. Also 24 Werkzeuge liegen schon drin und 24 Rohre. Ja, siehst du. So, hier müssen wir dann wieder nach links, ne? Von hier sind wir ja auch gekommen. Also, Nico erinnert uns nochmal daran. Ne, Dark Rippers, Nico erinnert mich gerade nochmal daran, wir wollten in einem Stream zur Kohlemine. Ja. Also das wird, ihr hört wie gesagt die Begeisterung in seiner Stimme. Er ist einfach hoch motiviert, er spart sich die Kräfte bereits für diesen Stream auf. Der Dark hat hier 2 Tage dafür gebraucht, die Strecke zu bauen. Ja, aber wir schaffen das in einem Stream, hat ja keiner gesagt, wie lange der geht. jetzt weiß er ja auch, wo lange er bauen muss, ne? Mhm. Also wir haben ja die Hälfte auch schon vorbereitet. Das ist schwierig, also, ja. Deswegen, wir sind ja schon auf dem Podest, wir haben ja schon die Strecke da hoch, wir müssen da nur noch an die Weiche anknüpfen. Waldi, es liegt alles, ne? Du kannst Gas geben. Ja, mache ich schon. Ja, mehr. Ich habe jetzt auch gerade mal Holz reingeschmissen. Mehr, es wird spät. Wir wollen noch eine Lok kaufen und ich würde ganz gerne im Bett. Kontrolliert aber bitte nach der Schleife, ob ihr noch alle Waggon habt. Nö. Hat Probleme mit der Mogul. Kontrollier du doch, ob wir alle Waggons haben. Er hat beim letzten Mal hat er hier Waggons stehen lassen und hat gefragt, wo sie sind. Und? Ja, die waren plötzlich abgekoppelt. Wir haben unsere vier Hopper vermisst, gell? Und dann so, könnten die sein? Ich schau mal bei der beim Eisenwerk. Ja, stehen sie da einfach herum. Sehr schön. Bestellt und nicht abgeholt. Also Nico hat gerade noch geschrieben, wenn es am Wochenende ist, müssen wir uns dann wie gesagt überlegen, also wenn es am Wochenende ist, er würde sich freiwillig melden zum Bäume fällen. Das musst du mir sagen, ob es am Wochenende ist. Ich weiß das noch nicht. Das Problem ist halt bei mir, ich plane das immer relativ spontan. Ich muss ja gucken, was mit meiner Hausordnung so ist. Ich muss ja gucken, wie gesagt, was die Termine noch machen.
Was die Regierung sagt? Ja, die meine ich ja. Gut, die ist halt ist aktuell am Kränkeln. Macht's jetzt nicht unbedingt besser. Dann werden sie ja noch anstrengender. So, 1, 2, 3. Nee, das hält sich in Grenzen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, alle da. Wunderbar. Wir hatten 16, wir hatten 15. Das hat sich vermehrt. Oh, echt? Ja. Naja, ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht, ne? Also, wir haben Waggons vermehrt. Das muss bleiben. Mach das wieder rum. Bitte. Nein, jetzt bin ich schon zu weit. Ich muss meinen Zug erwischen. Und Quatsch, merkt ihr einfach, dass da was umgestellt ist. Ameise, gib Gas. Gib Gas. Haha, nix ist. Schade. Mich werdet ihr nicht los. Haha, siehst du, der Tanzopa, der ist wieder da. Oh, habt ihr das gesehen? Bam! Alter, ich mache hier richtig Tricks. Guck mal hier mal, da kannst du dir beim Tanzen noch eine Scheibe vom Arsch schneiden hier, was mein Opa hier kann. Yay! Ich wollte gerade sagen, gleich liegt er neben dem Waggon. Großartig, da hätte ich gelacht. Oder? Ist das genial? Yeah! So, jetzt gibt Nina mal richtig Gas hier. Mit dem letzten Wasser. Jawoll. Da liegt noch eine Feuerbüchsentür. Ein tolles Spiel. Ein absolut tolles Spiel. Bestimmt meine, gerade abgefallen. Oder meine. Ich glaube tatsächlich auch eher die von Dark Rupert. Deine sieht doch ganz gut aus, Maldi. Hat doch von der Hütte vorne hier auf dem Weg. Mann, da haben wir ja heute wieder richtig was geschafft. Nicht. Ja, doch. Na doch, wir haben zweimal Eisenerz geholt, ne? War es eigentlich okay. Guter Schnitt für den Dienstag. Ich hab da ordentlich was hochgefahren zum Eisenerz, ne? Wir haben das Zeug einmal weggefahren. Ach, da sagst du das. Also, so wenig war das jetzt gar nicht. Da oben stehen noch voll beladene Waggons, die gerne zur Kohlemine möchten. Ach Kinder, was freue ich mich jetzt auf mein Bett. Und jetzt frage ich mich gerade auch, ob noch alle Waggons dran sind. Ich glaube, der Waldi hat Parkinson. Ich glaube, es geht ihm nicht gut. Waldi, du musst mal wieder einen Schnaps trinken. Du hast ja schon Zitter. Ach, und wir haben gleich übrigens kein Wasser mehr. Ich dachte, ich sag's mal. Ja, ich hab's eben auch schon gesehen, aber bis zum Depot sollten wir noch kommen. Ui! Ich hab mal Regler zugemacht, wir rollen mal ein bisschen. 13, 14, 15, 16, sind immer noch alle da. Immer noch 16? Ja. Wo immer du den 16. her hast. Ja, gefunden, auf otto.de. Ach, schon wieder Werbung, verdammt. Obwohl, eigentlich ist das doch okay, oder nicht? Ich mach ja für Bestehendes, ich mach ja nicht so... Ich missbrauch das ja nicht. Eigentlich müssten die doch sich eigentlich nur melden, um zu sagen, ey, vielen Dank, was kriegst du? Wovon träumst du? Da müsste es gekennzeichnet sein. Ja, aber ich denke nur bezahlte Werbung. Also ich habe, wenn ich auf YouTube was hochlade, habe ich immer nur die Möglichkeit, bezahlte Werbung zu kennzeichnen. Ich werde ja nicht bezahlt. Ja, ich weiß, aber
du kannst es ja hinterrücks, theoretisch. Früher musstest du es ja nicht kennzeichnen und da könnten die Kanzleien sagen, ja, wir können ja nicht nachweisen, dass du kein Geld bekommen hast. Ja, sicher können die. Da zeige ich dir meine Kontoauszüge, da fangen die an zu weinen. Da lassen die mich in Ruhe, da sagen die, komm, lass gut sein, Junge. Du hast schon ganz andere Sorgen. Also, das kann probieren. Natürlich nicht. Ich möchte ja am liebsten Ärger von vornherein vermeiden. Okay. Dampfdruck geht runter, aber wir kommen noch bis hin. Wir haben festgestellt, du hast Legginson übrigens. Legginson? Ja, habe ich gelesen. Legginson? Wie sprechen wir es aus? Ah, eins von beidem. Du weißt, was wir meinen. Also wir kommen noch hin, aber ich werde danach einen Wasserturm bauen müssen, glaube ich. Du bist ein alter, ruckelnder Mann. Ich habe den Regler jetzt mal wieder zugemacht. Mal gucken, ob wir noch das komplette Gleis rollen können. Alter, stirb. Stirb einfach. Aha. So, tschüss, du Betrüger. Ja, gut, dass du die Bäume wegmachst. Richtig unnötig, die zwei. Die haben richtig provoziert. Habt ihr das gemerkt? Da steht sie, die eklige Mogul. Die ist nicht eklig. Ich glaube nicht unbedingt, dass das an der Lok lag. Sag ich dir ehrlich. Weil er ist ja jetzt die ganze Zeit damit rumgefahren. Wir hatten doch nicht ein Problem. Ja. Die mein Kombi. Gut, mein gut, hier bei dem Namen, ne, kann ich jetzt nachvollziehen, aber... Der Name ist weiter vorne. Ja, nee. Da steht die Corporation drauf. Ah, bei der Corporation, ja, da... Guck mal hier, da auch der Hosenstall wieder offen. Siehst du das? Guck mal, ich mach hier den Moonwalk. Ja, hier zieht's euch rein. Oh mein Gott, Magic. Die Emma, das ist aber doch eigentlich ein schöner Name. Stimmt doch runter von der Weiche? Vom welcher? Nein. Oder ganz hinten? Nein. Das ist von der nicht. Von nein, der nicht. Okay, dann gebe ich nochmal einen Schub. Ja. Mit dem letzten Dampf. Jetzt bist du runter. Ja, lass ruhig noch rollen. Ja. Da, Nico schreibt gerade, ich hatte genauso ein Problem mit demselben Loktyp und denselben Wagentyp. Also ja. Es ist die Mogul in Kombination mit den Rungenwagen. Ich sag's euch. Die Mogul selber ist eigentlich eine gute, ehrlich. Ich habe sie auch schon viel und oft und gerne eingesetzt. Die Mogul ist eigentlich eine gute. Oh. Vielleicht können die das jetzt reproduzieren. Ich kann das Wort nicht aussprechen, was ist los mit mir? Reproduzieren? Ja, jetzt können sie es vielleicht reproduzieren. Ich habe das nämlich genauso angeschrieben. So, ich habe mich versteckt. Hier ist auf jeden Fall warm. Ich komme hier nicht mehr raus. So, wir wollen... Ja, vielleicht doch. Vielleicht möchte ich doch hier raus. Hallo. Die Heißler mit Schornstein. Lass mich hier raus. Ah, besser. Die nennen wir Nummer... 1. Hä? 1 hast du doch schon hier. Nein, ist die 1 von der Heißler. Oh, wie traurig. Gib dir doch eine coole Nummer. Irgendwie... Ja gut, dann wird es die 66. Ne, die ja. 666. Ja, das würde ich nicht machen. Das sieht doof aus. Das sieht doof aus von. Aber 66, 55, 44, 42. Ne, 42, die Lösung von allem. Wer kennt's nicht? War das nicht so? Nico, war das nicht auch dein Vorschlag? Immer die 42? Ich mein, ver... Ist die Heißler genauso groß wie die Mogul? Boah, ich glaube, die Lok mit selber ist sogar mächtiger. Okay, dann können wir sie nicht Molly nennen. Warum nicht? Weil Molly kleiner war als Emma. Nee. Meiner war es. Kuma hat's geschrieben. Also Nummer 42. Ich gucke in den Multistream. Hat er die 42 drauf, Kuma? Klär das, regel das. Auf jeden Fall nennst die 42. Komm, das ist wichtig. Olga? Ja, das habe ich schon. Wie heißen wir sie? Nennen wir sie Olga? Naja, Olga. Ja, also Olga. Ich finde eigentlich, die sollte einen eleganten, aber lauten Namen kriegen. Jacqueline. Jacqueline, nicht? Chantal? Nina. Chantal? Nee, Nina haben wir schon, ne? Nina haben wir schon. Nice. Nina ist die kleine Porter. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du hast Samantha. Da... Samantha, lass das Fenster unten. Samantha. Ey, dann lieber Bettina, pack deine Brüste ein. Bettina, zieh dir bitte etwas an. Nicht? Auch nicht? Warum die zwei Spinner hier? Guck dir mal den Blödsinn hier an.
Bertha, Bertha hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Bertha haben wir bei uns, ne? Bertha ist unsere Klasse 70. Bei uns. Ja. Das kannst du auch nicht bringen. Die dicke Bertha passt. Genau, die dicke Bertha, das passt hier nicht. Nee. Dann haben wir noch Ingeborg. Ingeborg. Welch ein elegant anmaßender Name. Susi. Susi finde ich gar nicht schlecht tatsächlich. Oder Gerte. Passt vor allem zur Zuckersusi. Kennt jemand die Zuckersusi? War eine sogenannte 4K. Mann, oder auf zu schubsen jetzt hier. Alter, du bist Level 4. Krass. Hast du dem Waldi schon so viel Kohle abgezogen? Die Bäume. Nicht schlecht. Ja, und womit hast Bäume. Du die bezahlt? Alter, Bäume. Guck's dir an, da ist sie. Fettes Teil. Naja, ich bin $482 im Minus. Gar nicht schlecht. Das war schon mal mehr. Da ist sie, die Susi. Also wie gesagt, schöne Lok. Ich bin die echt gern gefahren. Ich finde, die ließ sich auch sehr... Huch, die hat auch nur halbes ordentlich. Wasser. Wieso kriegt ordentlich. Man die Loks immer nur mit halbem Wasser? Ordentlich Holz hinten drauf. So, als allererstes kannst du mal hier den geben. So. Dann hast du nämlich gleich auch Bremsdruck, wenn die angefeuert ist. So, das ist dein Licht. Das brauchen wir ja erst... Die hat richtig mächtig Holz, ne? Wow, das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Gut, ich glaube, bei uns war die auch nur einmal so voll. Danach war die vermutlich nur noch halb, wenn überhaupt. Oh, das sind sogar zwei Stück, ne? Guck mal, das sind sogar zwei Stapel. Ja, wow. Also ist gar nicht wenig. Nee, und Wasser hat die auch richtig viel, tatsächlich. Hier, ich habe schon mal deinen Hosenstall offen gemacht. Hast du ja gerne. Vor allem, du rennst, kannst du auch relativ schön raussehen. Hier, das schöne V-Triebwerk, ne? Das ist ja auch so ein bisschen mein Highlight. Du kannst auch nach vorne relativ gut rausgucken. Wie das alles gemacht ist und auch wie das dann arbeitet, wenn es dann in Betrieb ist, finde ich einfach nur grandios. Also das haben sie wirklich richtig, richtig gut nachgemacht und auch dargestellt. Ich feuer mal an. Mach das. Gib mir mal was zu essen. Oh, siehst du mich? Siehst du mich da drin? Ja, ich schmeiß dir gerade was auf in den Hosenstall. Ah, man sieht aber leider nicht, dass ich geduckt bin. Schade, guck mal. Ich guck dir nämlich... Guck mal hier. Hui, jetzt wird's warm. Jetzt lass uns den Schützen verbrennen. Jetzt wird's warm, nicht? Komm hier raus. Hallo, plöpp, da bin ich. Was mich jetzt mal interessieren würde. jetzt geht's F-Menü. Kann mal einer noch Holz nachschmeißen? Geht das? Ja, sicher. Also, bestimmt. Glaube ich, er schmeißt nichts. Ich sehe zumindest nichts. Hat er was geschmissen? 65, ja, ist es was drin? Nochmal? Ja, ob da noch was reingeht? Ich weiß es nicht. Ich sehe leider nicht, dass der 75 80 80 bist okay. Voll 80 passen rein, das wollte hat mich jetzt interessiert. Also 8 Stücke Holz. Oh, guck mal ja. Hier. Zack, erstmal hier Fenster auf, haben wir. Was hier mit den Fenstern auch noch? Zack, zack. Ein bisschen luftig mal hier machen beim Anheizen. Da mach zu den Hobel. Ein sehr, sehr schönes Gerät. Ja, sehr sieht cool aus. Gerät. Ja, gar nicht schlecht. Ordentlich Holz, ordentlich Wasser. Hey, Dark. Hey, Dark. Heat my shorts. Dauert halt einen Moment, bis die angeheizt ist, ne? Ah, herrlich. Ah, Gertrude, verdammt, Gertrude wäre auch ein hervorragender Name gewesen. Oh, nee, so lang. Oder Elsa. Was hältst du von Elsa? Elsa, ja. Elli. Komm her, Junge, ich box dich weg. Ja gut, die nächste wird ja wahrscheinlich eine Climax werden, obwohl die Heißler kann das ja auch. Ah, die Climax ist halt echt lahm, ne? Soll ja nur für die Bergstrecke sein, von der Kohlemine aus rüber zum Eisenwerk. Nur für die Bergstrecke, da kann auch langsam sein. Hier, Junge, ist Holz. Ist ein Stück Holz. Hab ich noch eins? Nee, schade. Ah. So, muss jetzt auf. Gute Nacht, lieber Nico. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich sag mal, bis demnächst. Nico. Viel Spaß. So, Dampfdruck kommt. Ich gehe mal wieder auf die Öffnung. Ist jetzt das Feuer ist richtig sinnvoll ein. Ja, genau. Ja, boah, wie gut, dass ich keine 3D-Brille anhab, ne?
Vielleicht ja. Lasst der das Feuerholz mal da drauf liegen. Hast du schon Nachschub geholt? Das ist ja. Boah. Ey, du bist ja richtig gut. Was soll denn das? Ja, das Aim-Training hat sich ausgezahlt, die jahrelange Shooter-Spiele. Vielleicht lasst ihr mir auch ein bisschen Holz auf der Lok liegen. Ja, easy. Ich bin Sniper-Main immer gewesen. Ich nicht, ich renne eigentlich meist mit den Maschinenpistolen irgendwo rein. Ich kümmere mich dann um das, was sonst kein anderer macht. Nichts weggesnipert. Junge, hätte ich einmal deine Position rausgekriegt, wäre ich mit Dauerfeuer auf dich zugerannt und ich hätte getroffen. Wo ist denn der Regler ja, hier? Da ist die Besandung, da ist der Regler. Ja, komm, wir sind mal freundlich. Hauen wir dem Waldi mal wieder ein bisschen Feuerholz da oben drauf. Geht ja nicht, dass wir das hier einfach in der Gegend rumschmeißen. Hat er ja schon recht. Geil, hast du gesehen? Da wurde mehr. Hast du gesehen? Guck mal, Flip. Was machst du da? Achso, er fährt zurück zu seinem Wassertank. Irgendwie ist das Ding gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt. Geil. Sieht man hier einfach nur die Holzscheitel fliegen. Sehr schön. Und das Schlimme ist, es wird auch noch mehr bei dir. Man sieht's richtig, wie es da oben drauf stapelt. Ah, guck mal, von hier geht tatsächlich noch besser. Ne? Großartig. Da müsste ja eigentlich gleich schon wieder voll sein, wa? Wollte, glaube ich, voll zum Schluss. Komm, wir schmeißen noch mal ein paar Mal zusammen. Das sieht cool aus. Doch nicht? Okay, dann hau ich dir wieder eins an den Kopf. Okay. Musst du treffen dafür, ne? Easy. Jetzt macht er den Mogul leer da drüben. Das stimmt überhaupt nicht. Weißt du, wie du das machst, machst du es falsch, ne? Bist du soweit, Dark? Eins, zwei, drei. Warte, ich hab dich gerade abgeschossen. Ach so, nein. Ich will auf die Heißler schmeißen zusammen. Eins. Die wichtigsten Dinge im Leben, habe ich gedacht. Eins, zwei, ja, okay, dann. Hören wir jetzt auf damit vielleicht? Die die Mogul möchte auch nochmal fahren irgendwann. Ja, okay. Und ich glaube, es dauert eine ganze Zeit schon, das Holz jetzt aufzufüllen, was wir hier schon auch verbrannt haben. Nee, das geht. Jakubik freut sich schon. Das geht. Der Dark und ich, wir mussten schon oft so Tender wieder auffüllen. Zu zweit geht das ganz gut. Das geht wirklich easy. Weil du kannst, wie gesagt, du kannst auch von hier bis zu deiner Heißler rüberschmeißen und triffst. Also das geht echt gut. Siehst du, hier ist jetzt wieder alles komplett voll. Gern gemacht, Waldi. Gern geschehen. Jo, danke. Das haben wir doch gern gemacht. So, siehst du, dein Bremsdruck kommt auch langsam, aber sicher. Sehr schön. Ja, Wasser fülle ich auch gerade auf. Ja, sehe ich. Dauert also, die hat auch echt richtig Wasser, ne? Ja, wir sind schon bei 3000. Boah. Ja, also ich schätze mal 5000 hat halt ein Deutscher entwickelt, ne? Das läuft halt. Wie gesagt, leider halt, wenn mal was kaputt war, dann waren die Jungs auf den Waldbahnen im Feld meist leider ein bisschen aufgeschmissen. Aber ansonsten absolut geniale Technik. Absolut. Siehst du, und dann behaupten die Amis wieder, die hätten den V-Motor erfunden. Hier, guckt's euch an, da. Bevor es den Otto-Motor gab. Sehr schönes Teil. Sehr, sehr schön. Fällt mir sehr, sehr gut. Wie kannst du denn jetzt auf der Lok stehen, Dark? Geschick und Sachverstand. Mhm. Nee, also die hat da keine Kollision? Ich schaue mir das mal an, bis jemand drauf kommt. Lustig anzuschauen, was ihr da aufführt. Ja, was hat denn da jetzt Kollision? Vermutlich innen die Bremse, auf der er steht, aber wenn er da drauf steht, kommen wir nicht drauf. Ich wette mit dir, es ist die Bremse. Er steht nämlich genau vor Bremse, guck. Ah. Ich würde sagen, da gibt's eigentlich nur eins, was man jetzt noch tun kann. So, Wasser voll. Wo ist. Oh, Läpsch!
Läpsch. Aber der Wasserturm, das waren jetzt gerade mal 30 Einheiten vom Wasserturm, um den Tank hier zu erfüllen, ne? Naja, 30 sind je, ich glaube eine Einheit sind 100 Kilo, ne? Oder wie war das? Also das waren dann jetzt, das waren dann jetzt 3000. Ja, 3000, genau. So, also das finde ich ist jetzt okay. Das ist nicht ganz wenig. Oder wie siehst du das? Nö, das ist ordentlich, was es. Ja. Aber der Tank sieht trotzdem aus, als ob er fast leer wäre. Nee, guck mal hier an der Seite. Da ist dein weißer Strich. Da. Nee, ich meine, wenn du hier reinguckst. Ja, nee, ich meine, der Tank von der Heizler. Ja, lass ihn so aussehen. Dafür haben wir ja eine Wasseranzeige. Die ist okay. So, ich mach dir deinen Hosenstall noch zu. Dafür machen wir dir den auf. Komm. Aha. Schon wieder verbrannt alles? Ja, sicher. Hast du wieder genug Feuerholz? Haben wir dir doch nachgefüllt. So, jetzt mal gucken, wie das Ding aussieht, wenn es fährt. Hervorragend sieht das aus. Wenn ich die Bremse erreichen würde jetzt. Mach ich davon einen Screenshot? Ja, ne? Sieht gut aus mit dem Kollegen da oben drauf. Ach so. Oh ja, warte. Warte und ich gebe Vollgas. Ja, natürlich. So ist er. Ja, ich hatte schon längst rausgemacht. War schon längst draußen aus der Lok. Also es sieht schon genial aus, ne? Da unten, wie gesagt, wie das alles rumschwingt. Ja. Schon ich hab's geschafft. Ich packe mal. Oh, geil, Heizung. Ja. Nice. Echt? So richtig? Nice. Ich absolut nice. Boah, ich gönn dir das so, ne? Ich gönn dir das so. Ich gönn dir das so, Alter. Sag, was du sagst. Ich hab hier einen Holzscheitel in mir. Junger Mann. Junger Mann, ne, was bist du nett? Sehr schön. Na, Jung, was ist, hä? Bisschen. Oh, Alter, wie detailliert das ist, ne? Wie detailliert das gemacht ist. Ja, ich finde das auch richtig krass. Hier auch richtig mit der Steuerung und allem. Hier, schaut euch an. Da. Ist das genial? Wie das hier alles arbeitet, hier ein Auslass etc. Also das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Hier die Kaderwelle, ne? Aufpassen, Verletzungsgefahr. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, ne? Man muss schon wissen, wo man hier sitzen darf und wo nicht. Richtig, richtig gut. Richtig gut. So, liebe Leute. An dieser Stelle, jawoll! Okay, das sieht auch cool aus. Vielleicht kriege ich das ja auch irgendwie in den Screenshot rein. So, liebe Leute, an dieser Stelle, wie gesagt, ich verabschiede mich, weil die vergisst nicht zu speichern. Ja, warte kurz, ich speichere sofort, wenn die Lok wieder steht. Es ist schon wieder 0.11 Uhr. Da bist du hier noch gespeichert an dem Punkt. Ja, bitte. Ich denke, für mal eben schnell war das doch gar nicht schlecht. Wir haben schon wieder, lasst mich gerade gucken, schon wieder 2,5 Stunden, holla die Waldfee. Ja, ich habe schon wieder über 6 drauf. Und in diesem Sinne, wie gesagt, wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht, eine erholsame Nacht vor allem. Ich sag einfach mal bis die Tage. Und wann genau, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich gucke, dass wir morgen vielleicht, wie gesagt, mal eine Runde Satisfactory anspielen. Aber wir werden es einfach sehen. Lasst euch überraschen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid. Lieber Waldi, danke, dass wir dabei sein durften. Ja, war schön. Schön, dass ihr da wart. Lieber Dark, vielen lieben Dank mal wieder für die ganze Unterstützung im Chat, für die Subs etc. Und in diesem Sinne, wie gesagt, wünsche ich euch eine gute Nacht. Und ich verabschiede mich. Tschüss. Von mir auch eine gute Nacht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich suche noch ganz kurz einen Raid raus. ja. Was hättet ihr denn gerne? Kanada? Ganz viele Englische, kein Deutscher mehr da. Ne? Ne? Komm, nehmen wir den Engländer hier. Ein Engländer? Ich hoffe, dass es ein Engländer ist. Er hat auf jeden Fall Englisch als Sprache drin. Na klar, Bullshit bla bla Aussage gewesen, das die hier mal nicht. Ich finde das doof, dass die Videos immer automatisch anfangen. Wen haben wir denn da? Waldameise, Schütze. It's Nix, oder wo schickst du die hin? Ja, genau, It's Nix.
Viel Spaß bei dem Kollegen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Soll ich euch auch weiterschicken? Ich kann euch auch weiterschicken, wenn ihr wollt. Ich weiß zwar nicht so ganz, wie das geht. Slash Raid, Leerzeichen und der Name dahinter. Slash Raid, Leerzeichen und der Name dahinter. Ja. Und jetzt einfach mit Enter bestätigen? Ja. Ja. So, dann auf Wiedersehen. Wie gesagt, wir versuchen das mal. Viel Spaß und ansonsten bis demnächst. Ciao! Du hast da noch einen Timer laufen, wenn du Enter gedrückt hast. Habe ich. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und auf Wiedersehen.